sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich darf Sie herzlich begrüßen und im gleichen Atemzug auch unseren Gast, der heute aus Kiel angereist ist. Es handelt sich um den Kollegen Professor Dr. Uwe Danker. Wie üblich werde ich mir gestatten, ihn entsprechend vorzustellen. Herr Danker ist in Westerland auf Sylt geboren. Er studierte Geschichte, Mathematik und Soziologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Im Jahr 1981 hat Herr Danker das Staatsexamen Höheres Lehramt absolviert und 5 Jahre später, im Jahre 1986, promoviert zu einem Thema, das zeigt, wie stark sozialgeschichtlich und alltagsgeschichtlich Herr Danker ausgerichtet war. In seiner Sturm- und Drangphase, da ging es um Räuberbanden im Alten Reich. Räuberbanden im Alten Reich, später erschienen zum Thema Verlag Surkamp. Herr Danker ist höchst aktiv. Seine Leistungen sind auch entsprechend gewürdigt worden durch einen Preis der Universität Kiel, der Christian-Albrechts-Universität. Herr Danker ist auch als Herausgeber sehr engagiert. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Demokratische Geschichte. Er hat in verschiedenen beruflichen Stationen gewirkt, an Forschungsinstitutionen, mitgewirkt auch in der Politik, war sehr engagiert. Es gab eine kurze Phase, wo er auch beratend tätig war für den Kopf der Deutschlandpolitik der SPD, Egon Bahr. Das sollte man nicht ganz verschweigen, zumal der Egon Bahr auch Teil unserer Europagespräche gewesen ist. In den Jahren 1986 und 1987 hat Herr Danker am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg mitgewirkt und, was für uns jetzt wichtig ist und für das Thema von heute, seit Mitte der 90er Jahre, genau seit 1994, ist Herr Danker Universitätsprofessor und gleichzeitig in doppelter Direktorenfunktion. Einmal ist er Direktor am Institut für Geschichte und ihre Didaktik. Sie haben sicher bemerkt, dass das Programm unserer Europagespräche auch im Zeichen der Didaktik, der Geschichtsdidaktik, der Vermittlung von Geschichte steht. Also einmal führend am Institut für Geschichte und ihre Didaktik der Universität Flensburg, als auch Direktor am Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte. In dieser Funktion ist er auch geschäftsführend tätig. Wer sich die Veröffentlichungen ansieht, sieht eine Fülle. Eine Fülle von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wissenschaftlichen Artikeln, die Herausgabe von Sammelwerken, eine sehr intensive Herausgeberschaft, aber auch, das sieht man sehr deutlich, Beiträge in Massenmedien, also für ein breiteres Publikum, das entsprechend für Geschichte aufgeschlossen werden soll, für Geschichte interessiert und sensibilisiert werden soll. Ich darf einige der Titel nennen, die Ihnen zeigen, dass sich die Publikationen, die wissenschaftlichen Forschungen von Herrn Danker im Bereich regionaler Zeitgeschichte bewegen, auch zur, wie schon erwähnt, Räuberbanden, Kriminalitätsgeschichte in der frühen Neuzeit. Aber es geht auch sehr stark um die Geschichte des Nationalsozialismus, des Umgangs mit dem Nationalsozialismus und um Vermittlungsfragen, also fachdidaktische Fragen. Einige Titel umreißen das Werk von Herrn Danker: Verschleppt nach Schleswig-Holstein, Zwangsarbeitende in den Jahren 1939 bis 1945, eine Publikation im Rahmen der Landeszentrale für politische Bildung Schleswig-Holstein. Da sind wir immer ganz neidisch, weil wir haben eine solche im Bundesland Niedersachsen nicht mehr. Also man kann sich glücklich schätzen, in Bundesländern tätig zu sein, wo es noch Landeszentralen für politische Bildung gibt. Zwischen Hoffnung, Anpassung und Bedrängnis, da geht es um nationale Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzraum in den Jahren 1933 bis 1945. Sie sehen, dass der deutsch-dänische Grenzraum hier eine Rolle spielt und hat ja auch jüngst wieder eine aktuelle Dimension bekommen durch die Einführung von Grenzkontrollen seitens der dänischen Regierung jüngst vor wenigen Wochen, vor wenigen Tagen, Wochen. Ausländereinsatz in der Nordmark. Hier geht es um Zwangsarbeiten in Schleswig-Holstein, die Jahre 1939 bis 1945
oder die Strafjustiz, die nationalsozialistische und ihre Nachwirkungen, eine Gemeinschaftsarbeit mit Herbert Ostendorf. Oder für uns, unsere Studierende, Lehramtsgeschichte wichtig, historisches Lernen im Internet. Schwalbach Taunus 2008, das ist Wochenschau Verlag. Oder die schleswig-holsteinische Jahrhundertstory, ein dreibändiges Werk, das in Flensburg in den Jahren 1998, 1999 und 2000 erschienen ist. Dann, wie schon erwähnt, die Geschichte der Räuber und Gauner, das heißt Arbeit, die auf die Promotion zurückzuführen ist. Dann auch das Umgehen, den Umgang mit der NS-Zeit, gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, hier speziell mit Blick auf Unterrichtsbeispiele, die gesammelt wurden in den Jahren 1997 bis 2005. Eine eigene Studie mit Astrid Schwabe, Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus. Und eine weitere Publikation, die ich hier nennen will, Filme erzählen Geschichte. Filme erzählen Geschichte, Schleswig-Holstein im 20. Jahrhundert, ein Buch mit 22 Filmen auf DVD, auch gemeinsam mit Frau Schwabe, Neumünster 2010. Bei den wissenschaftlichen Aufsätzen fällt immer wieder auf der stark didaktische, vermittlungsspezifische Zugang zur Geschichte. Beispiele: empirische Besucherforschung in einem regionalhistorischen virtuellen Museum. Davon wird heute noch auch die Rede sein. Filme erzählen Regionalgeschichte. Regionalgeschichtliche Museumsprojekte und Geschichtspolitik. Gustav Radbruch in Kiel. Präsentation regionaler Geschichte im Internet. Historisches Lernen im Internet. Das Thema Vergangenheitsbewältigung in Schleswig-Holstein. Oder Brockdorf. Brockdorf, ein Gedächtnisort in schleswig-holsteinische Erinnerungsorte. Oder auch über einen Minderheitenpolitiker der SPD, Kurt Hamer. Thema: Ist das ein europäisches Modell, mit dem wir uns beschäftigen müssen, mit Minderheiten in dieser Grenzregion und der Umgang damit? Zivilverwaltung des Reichskommissariats Ostland und der Holocaust. Oder, was für Tirol nach wie vor auffällt, eine Biografie eines Gauleiters. Hier Ansätze für eine Biografie und ein weiteres Forschungsprojekt, das Herr Danke ja auch im Auge hat. Der schleswig-holsteinische NSDAP-Gauleiter Hinrich Lohse, Überlegungen zu einer Biografie. Also Biografieforschung, Regionalgeschichtsforschung, der Umgang mit Minderheiten, der Umgang mit dem NS-Erbe, der Umgang mit dem Thema Judenverfolgung, Judenmassenmord, der Umgang mit der NS-Justiz, Strafjustiz, mit Opfern dieser Zeit. Das sind viele wertvolle, wichtige Publikationen. Und wir danken Herrn Danke sehr, dass er sich bereit erklärt hat, zu uns zu kommen. Er wird heute über ein Projekt sprechen, das nicht oder noch nicht verwirklicht worden ist. Das Thema des Vortrags heißt Museal, virtuelle Erinnerung, geschichtspolitische Erfahrungswelten in einer europäischen Grenzregion. Das wird an einem Beispiel hier verdeutlicht. Das werden wir heute hören. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Nochmal herzlich willkommen. Ihnen gehört nun hier dieses Podest. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gehler. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie bei dem schönen Wetter gekommen sind. Dabei rede ich heute gar nicht über Geschichte, sondern über den Umgang mit Geschichte. Und lade Sie nicht nach Europa, sondern in die tiefste Provinz ein. Trotzdem hoffe ich, dass ich Sie nicht zu sehr langweile. Ich möchte mich einladen zu einer Reise in die schleswig-holsteinische Provinz, insbesondere in die ehemals konfliktreiche und kriegerische deutsch-dänische Grenzregion. Es ist eine kleine europäische Region, in der immer wieder auch über die Darstellung, Vermittlung und Präsentation der eigenen Geschichte diskutiert und auch gestritten wird. Ich werde über Erfahrungen berichten, die man machen kann, wenn man sich in Projektform und zugleich produktorientiert auf den Markt der Geschichtspräsentation wagt. Also vorhat, eine an die breite Öffentlichkeit gerichtete historische Darstellung zu erarbeiten und zu verkaufen. Im konkreten Fall geht es zunächst um ein reales Museumsprojekt, das zu einem virtuellen Museum, das dann auch tatsächlich existiert, mutiert. Markt impliziert dabei eine Vielfalt von Bedingungsgeflechten. Da ist die Konkurrenz zu Fachkolleginnen und Fachkollegen mit professionellen Ausstellungsmacherinnen und Machern, auch Vermittlern. Da werden kulturelle und gesellschaftliche Bedürfnisse adressiert und da mischt nicht zuletzt auch
die Politik mit. Da werden Ambitionen und Behalte artikuliert, wenn man das Experiment beginnt, jüngste Regionalgeschichte zu präsentieren. Ich berichte Ihnen im Folgenden von den in Schleswig-Holstein seit etwa 12 Jahren stattfindenden Debatten um ein landeseigenes Haus der Geschichte. Zunächst geht es dabei um die Initiative zu einem Jahrhundertmuseum Ende der 1990er Jahre, dann die Begleitung des Projektes Haus der Geschichte der schleswig-holsteinischen Moderne, weiter um die miterarbeitete Machbarkeitsstudie für ein virtuelles Museum und schließlich um die Entwicklung eines mit europäischen Mitteln finanzierten deutsch-dänischen Projekts zur Regionalgeschichte der letzten 2 Jahrhunderte in der Grenzregion. Dieses letzte Vorhaben wurde realisiert und ist seit 3 Jahren als virtuelles Museum online und wird in der erinnerungspolitischen Debatte der Region zu Recht als ein Zwischenstadium begriffen, in der Hoffnung, vielleicht doch irgendwann ein Haus der Geschichte in Schleswig-Holstein realisieren zu können. Um es nochmal deutlich auszusprechen, ich referiere meine durch wie Soziologen teilnehmende Beobachtung gemachten Erfahrungen zur regionalen Geschichtspolitik. Das jetzt Folgende, auch mal zugespitzte Nachdenken, stellt mithin auch den Versuch einer Selbstreflexion dar. Denn ich habe an all diesen Projekten, die ja überwiegend gescheitert sind, mitgemischt. Das ergab sich aus Aufgabe und Zuschnitt des Instituts Zeit- und Regionalgeschichte, IZRG, an der Universität Flensburg, dessen typische Doppelaufgabe in der regionalhistorischen Forschung tiefenbreiten, wirksamen Vermittlung auf der anderen Seite liegt. Fast zwangsläufig ergibt sich aus diesem geschichtspolitische seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch wenn ich an meine Rolle in der Universität Flensburg denke, bei uns studieren wir hier in Hildesheim überwiegend zukünftige Lehrkräfte, berichte ich aus der Perspektive eines die reale Umsetzung, da dieses nicht im freien Raum, sondern unter konkreten kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Bedingungen in der deutsch-dänischen Grenzregion zumal an Nahtstelle des nationalen Lebens findet, der Aktion und die Akteure von Interesse. Ich zitiere. Ich nenne ein sagt, Geschichte ist machbar, Herr Nachbar. Dieser Spruch weist darauf hin, dass Geschichte auch immer ein Stück Politik ist. Zitat Ende. So stieg im Januar 2002 die grüne Politikerin Fröhlich in der Debatte des Landtages in Kiel zum Haus der Geschichte ein. Ich will diese Aussage erweitern. Geschichte ist politisch, eminent politisch, und zwar per se. Umgang mit Geschichte, ihre Interpretation und ihre Vermittlung werden zudem auch von der Politik relevant, des Diskurses würdig und vor allen Dingen als beeinflussbar begriffen. Das gilt nicht nur für die nationale oder gar übernationale Ebene, sondern auch für die provinzielle. Ich denke an sehr intensive Auseinandersetzungen in Schleswig-Holstein, insbesondere in den 1980er Jahren, um die Frage der damals hieß es so, Aufarbeitung der regionalen NS-Geschichte. Und ich denke, noch ein Jahrzehnt weiter kann man sich heute kaum mehr vorstellen, anfangs schwierige Verständigungsversuche deutscher und dänischer Historiker zur Grenzraumgeschichte. Auch in meiner kleinen Chronik werden sich klassische erinnerungspolitische Konflikte auslaufen. Es geht um politisch-historische Deutungshoheit der Landes- und Regionalgeschichte, um Fragen der Erinnerungshegemonie und um Ängste vor der Seite. Kommt, wie wir noch sehen werden, schließlich noch das sensible Thema der Grenzgeschichte hinzu, so steigt der Problemdruck. Zwar feiern Minderheiten wie Mehrheiten jenseits oder beiderseits der Grenze in unserer Region seit Jahrzehnten den gefundenen Grenzfrieden und ihre Minderheitenpolitik als, Zitat, europäische Vorbilder, ja als Exportschlager, aber geht es um Interpretation und Vermittlung der Grenzlandgeschichte, so wird es auch heute noch kompliziert und manchmal richtig anstrengend. Wir beginnen mit einem Fanat,
der Kieler Koalitionsvertrag, den SPD und die Grünen im Jahr 2000 schließen, enthält eine geschichtspolitische Absichtserklärung, die in Zeiten knapper Kassen und extremer kulturpolitischer Zurückhaltung jedenfalls fürs Feuilleton sensationellen Charakter trägt, obwohl sie doch im Koalitionsvertrag bürokratisch daherkommt. Zitat: Die politische und soziale Geschichte des Landes, von den Anfängen bis heute, ist bisher nicht zusammenhängend dargestellt worden. Erste Schritte zur Errichtung einer landesgeschichtlichen Präsentation werden in der kommenden Legislaturperiode eingeleitet. Zitat Ende. In den Jahren zuvor ist immer mal wieder von verschiedener Seite die Anregung gekommen, die jüngste Landesgeschichte Schleswig-Holsteins zu präsentieren. Jetzt aber erstmals erhält das Programm höchste politische Wahl. Kultusministerin Herzig Rabe von der SPD macht es sich zu eigen. Zur Vorgeschichte. Als anlässlich des Millenniums 1997 in den Zeitungen des SAZ-Verlages, das ist der größte regionale Zeitungsverlag, im NDR Hörfunk und NDR Fernsehen, das auf sage und schreibe 3 Jahre angelegte Geschichtsprojekt Jahrhundertstory mit überraschender Resonanz anläuft und mehrere hundert ganze Zeitungsseiten füllt, zeigt sich, dass eine auf Mitwirkung angelegte kritische Beschäftigung mit regionaler Zeitgeschichte viele Menschen anspricht, wenn das Angebot attraktiv gestaltet wird und auch die Möglichkeiten neuer Medien nutzt. Im Jahr darauf, 1998, entsteht bei den Protagonisten im NDR und Zeitungsverlag die Idee, Elan und entstehenden Fundus dieses Projektes für eine neuartige museale Einrichtung zu nutzen. Die didaktische Struktur sah vor, eine zeitgeschichtliche Ausstellung zur Geschichte Schleswig-Holsteins im 20. Jahrhundert mit einem interaktiven Medienbereich und einer virtuellen Präsentation zu verknüpfen. Private Sponsoren, die Stadt Flensburg und andere zeichnen sich offen. Sogar die Landesexekutive, vertreten durch Ministerpräsidentin Simon, ist persönlich interessiert und engagiert sich für dieses Jahrhundertmuseum. Jedenfalls gilt, nach etwa einem halben Jahr, ein Thema ist auf dem Tisch und bleibt es auch. Aus dem Jahrhundertmuseum nämlich wird nichts. Aber die Landespolitik steigt, wie beschrieben, mit dem Koalitionsvertrag im Jahr 2000 ein. Und Konzeption und Umsetzung bleiben der Exekutive nicht überlassen. Im September 2000 führt zum Beispiel die Partei Bündnis 90 Die Grünen im Landtag eine Anhörung zum Thema museale Präsentation von Zeitgeschichte. Wenige Wochen später, auf der Tagung des Museumsverbandes, darf ich schon bei der Anhörung im Landtag vorgetragene Ideen zur musealen Präsentation der jüngeren regionalen Geschichte Schleswig-Holsteins referieren. Nunmehr geht es um die Darstellung der vergangenen 150 Jahre mit praktischen Ambitionen als Grundlage. All jene, so haben wir damals festgelegt, historischen Prozesse, die in unserer Gegenwart noch ganz unmittelbar nachwirken und Relevanz auch für die Zukunftsorientierung besitzen, seien von besonderem Gewicht. Es gehe um eine gleichrangige Darstellung von politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, auch der Altersgeschichte, problembezogen und multiperspektiv, eingebunden in die überregionale Geschichte, die die heterogen zusammengesetzten Gruppen von Besucherinnen und Besuchern zur Auseinandersetzung anrege, durch multimediale Elemente gleichberechtigt neben echten Exponaten. So das lockere und zugleich ambitionierte Programm, das für die Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker unter Ihnen durchaus einige Schlüsselbegriffe bereits enthält. Im Februar 2001 schaltet sich die Legislative auch institutionell ein, zunächst vertreten durch die damalige Opposition im Landtag. Ein Antrag der CDU-Fraktion fordert schlicht und klar, Zitat, die Landesregierung wird aufgefordert, in der Märztagung des Landtages ein Konzept zur Errichtung eines Hauses der Geschichte vorzulegen und darzustellen, wie die Einbindung in die Museumslandschaft gestaltet werden kann. Zitat Ende. In einer kleinen Plenardebatte werden im Februar 2001 einige Positionen aus allen Fraktionen eingebracht.
Die Abgeordnete Schwarz von der CDU stellt fest, dem Land fehle ein zentraler Ort, an dem die Entwicklung von Staat und Gesellschaft in Schleswig-Holstein bis zur Gegenwart im historischen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen dargestellt wird und ein Ort, an dem das Geschichtsbewusstsein für unser Land gefördert und gepflegt wird und auf diese Weise unser geschichtliches Erbe für die Zukunft im deutschen und europäischen Raum fruchtbar zu machen. Zitat. Der Sprecher der damaligen Regierungsfraktion SPD Weber glänzt vor allen Dingen durch Fragen. Er erwähnt die offene Finanzierung, die Standortwahl und Fragen um die Konzeption. Ich zitiere ihn, welcher Themenbereich solle in ein denkbares Haus der Geschichte einbezogen werden? Wie solle Geschichte eigentlich präsentiert werden? In einer zentralen Ausstellung oder in einer dezentralen Form des wandernden Museums? Und weiter, wie marktgängig und publikumsorientiert soll und darf ein solches Haus bitteschön sein? Erlebte Geschichte oder museale Sammlung? Zitat Ende. Und schließlich kommt der nachdenkliche Historiker und Politiker zu folgender Problemstellung. Macht eine Vermittlung oder museale Präsentation landesspezifischer Besonderheiten eigentlich? Oder müssen wir die sozusagen auf regionale Besonderheiten herunterbrechen? Wie und was soll eigentlich ausgestellt werden? Viele ungelöste Fragen, aber im Finale wird er packend und fordert seine Landesregierung, dass sie sehr schnell eine Konzeption bringen habe. Der damals oppositionelle, freidemokratische Abgeordnete Klug, ebenfalls ein Historiker übrigens, unterstreicht die Forderung nach einer historischen Präsentation grundsätzlich und befürwortet auch die Konzentration auf die neuere Landesgeschichte. Schließlich fordert die grüne Birk, eine Lehrerin, der Prozess der Konzeptionsfindung möge demokratisch gestaltet werden. Jedenfalls ihre Fraktion trägt für, Zitat, ein lebendiges, sich im Dialog entwickelndes Museum, was immer das sei, ein. Darüber hinaus brauchen wir den historischen, den demokratischen Dialog zwischen den Fachleuten, um ein solches Konzept zu stellen. Wir erwarten, dass dieses Konzept eines breiten öffentlichen Dialogs ist und den demokratischen Ansprüchen und Möglichkeiten des Medienzeitalters entspricht. Zitat Ende. Das sei unterstrichen. Die Legislative, also der Landtag, erhebt den Anspruch, das Projekt Haus der Geschichte offen und demokratisch zu gestalten. Im Namen der Landesregierung führt die damalige Sozialministerin Moser, übrigens ebenfalls eine Historikerin, aus, dass man bereits eine Expertenkommission aus, wie es heißt, namhaften Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der historischen Wissenschaft und Museumslandschaft gebildet habe, deren Auftrag es sei, in einem Konzept zur Aufarbeitung und Präsentation der Landesgeschichte zu arbeiten. Die Debatte findet ihren Abschluss in einem einhelligen Landtagsbeschluss, der die Landesregierung auffordert, unter Berücksichtigung der existierenden Museumslandschaft, die sich offenkundig bedroht fühlt, denn sonst würde sie nicht ständig in dieser prominenten Weise erwähnt werden, bis zum Ende des Jahres 2001 ein Konzept vorzulegen. Ich formuliere eine erste Zwischenbetrachtung. Ausgehend vom Ende der 90er Jahre medial vorgetragenen Vorschlägen für ein zeithistorisches Museum über eine im Jahr 2000 vorgenommene politische Absichtserklärung im Koalitionsvertrag bemächtigt sich das Parlament des Themas und kommt, wie ich finde, durchaus überraschend in den Eckpunkten und in prozeduralen Fragen zu einem einhelligen Beschluss. Nichts von dem, was an Eckpunkten beschlossen wird, ist wirklich strittig. Aus der bürgerlichen Öffentlichkeit in die Politik, und zwar dort über die Exekutive zur Legislative. Das Thema Haus der Geschichte für Schleswig-Holstein ist etabliert. Was aber versprechen sich die Landespolitiker und Politiker aller Couleur von diesem Vorhaben? Und quasi landes- und regionalspezifische Identitätsbildung, Stiftung, propagiert. Das scheint ein Motiv quer durch alle Lager zu sein. Der Flug befürwortet das Haus an sich als sinnvolles Symbol der Landesministerin Erzich Ravemann. Das Haus werde, Zitat, für unser regionales Selbstverständnis, für unser Schleswig-Holstein
für unsere Außenwirkung von gutem Nutzen sein. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ein starkes Selbstverständnis sowie nicht nur identitätsstiftend, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Symbolfähigkeit unserer Gesellschaft sein. Was immer sie mit dem Letzten meinte. Fast ebenso bedeutend scheint für die Politik ein erwartetes Lernen aus der Geschichte. Was wir für eine Grenzregion mit intensiver Konfliktgeschichte hervorheben wollen, verbunden mit der Überwindung nationaler Gegensätze und Konflikte. Ich komme darauf noch zurück. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses plädiert dafür, den konkreten Grenzfrieden im Kleinen und das Aufgehen der Nationalstaaten im großen, geeinten Europa zu thematisieren. Speziell hervorzuheben sein in diesem regionalen Haus der Geschichte, Zitat, das Verhältnis zu den Minderheiten nördlich und südlich der Grenze und die schleswig-holsteinische Beziehung in den Ostseeraum hinein. Die Landesgeschichte spiegele, Zitat, die Zerstörung alter europäischer Strukturen des 18. Jahrhunderts durch den Nationalstaat und hoffentlich die Errichtung neuer Strukturen für das 21. Jahrhundert in einem geeinten. Er führt weiter aus, noch ist das nationalistische Denken nicht überwunden, auch dazu könnte ein solches Haus der Geschichte beitragen. Schließlich sagt er, es ist auch eine Verpflichtung gegenüber der jungen Generation, damit sie aus der Geschichte lernen kann und sich alte Fehler nicht wiederholen. An sie muss sich das Haus der Geschichte vor allem wenden. In den Argumenten der Abgeordneten findet sich auch die Betonung des Bedarfs an Orientierung im Raum, nämlich die Orientierungsfunktion von Geschichte. Ministerin Erzig-Rawe, Zitat, nur wenn wir uns darüber im Klaren sind, was gestern war, werden wir Gegenwart und Zukunft nicht nur begreifen, sondern auch gestalten können. An anderer Stelle präzisiert sie, die Orientierung in einem erweiterten Europa ruft geradezu nach regionaler Selbstbestimmung. Die Lektüre der Parlamentsdebatten zum Haus der Geschichte verweist zudem auf ein zunächst als Paradoxon erscheinendes Phänomen. So intensiv und staatstragend sich Regierungsvertreter und Parlamentarier für ein Haus der Geschichte engagieren und durchaus konkrete, inhaltliche Wünsche artikulieren, so klar wird zugleich vorgebracht, dass bei allem staatlichen Engagement keine obrigkeitliche Geschichtspräsentation, sondern ein unabhängiges, ja demokratisch getragenes Projekt initiiert werden solle. Die Abgeordnete Sporendonk vom SSW, sie ist also Vertreterin der dänischen Minderheit im Landtag, führt beispielsweise aus, Zitat, dass der Abstand zwischen Politik und Museumsarbeit mindestens armlang sein sollte, um es mit einem alten Grundsatz der dänischen Kulturpolitik zu formulieren. Zitat Ende. Übrigens ein wirklich schönes Bild. Bei Armlänge heißt es zu sagen, kann ich nicht mehr grapschen. Und sie führt fort, damit meine ich, eine staatstragende Geschichtspräsentation darf unser Ziel nicht sein. Den Museumsmacherinnen und Machern müsse Handlungsfreiheit und Eigenständigkeit bei der konkreten Umsetzung garantiert werden. Und schließlich und ähnlich erklärte auch der bereits zitierte Vorsitzende des Bildungsausschusses, das neue Haus muss unabhängig sein. Damit erhebt sich auch die Frage nach der Organisation. Sie sollte ausdrücklich aus weitgehend vom Staat gelöst sein. Hier bedarf es hoher Kompetenz der Museumsmacher und einer kritischen Distanz zu staatlicher Einflussnahme. Zitat Ende. Diese selbstkritische, staatsferne, staatstragende Institution erscheint mir bezogen auf dieses Projekt wirklich als beachtlich. Wir wollen allerdings daran denken, dass wir noch in der vorkonzeptionellen Phase und bei reinen Schönwetterreden sind. Gleichwohl, durch alle Fraktionen wird Staatsferne propagiert. Eine Kommission aus Museumsfachleuten und Historikern erarbeitet ein Konzept, das im Oktober 2001 verabschiedet und der Ministerin sowie von dieser dem Parlament übergeben wird. Das Projekt solle sich auf Schleswig-Holsteins Weg in der Moderne. Mit dieser sperrigen Formulierung
wird einem platten Fortschrittsglauben begegnet, soll er sich also auf Schleswig-Holsteins Weg in der Moderne beschränken, auf die Zeitspanne vom zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Natürlich soll es didaktisch, kommunikativ, technisch und museal einem anspruchsvollen Konzept folgen. Markante Betonung einer Gleichrangigkeit aus Ebenen, Medien, historische Ausstellung und mediale Präsentation. Und schließlich, woran der manifeste Kulturinteressen erkennen, möge das neue Projekt in die gewachsene Angebotsstruktur des Landes integriert werden und mit anderen Institutionen kooperieren. Ausgehend von heterogenen Zielgruppen formuliert das Konzept didaktische Grundsätze. Das Projekt möge, wie es heißt, spiegeln das Allgemeine und Präsentation regionalhistorischer Spezifika. Wenige Leitmotive als Präsentationsstruktur und eine breite Themenpalette bieten, statt eines enzyklopädischen Ansatzes am Exempel die Dinge vorführen, durchweg Gegenwartsbezug beinhalten und die Themenauswahl aus allen Feldern Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Alltag vornehmen. Thematisch solle sich die Geschichtspräsentation konzentrieren auf die Demokratisierung, einschließlich ihrer Rückschläge, die wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Klammer und räumliche Orientierungshilfe empfiehlt die Kommission landesgeschichtliche und nationale, also Brüche, Kriege, Revolution und andere große geschichtliche Konflikte. Und schließlich möge man aber nur die letzte Dimension auch Spezifika und Identifikation mit Schleswig-Holstein, also der eigenen Region, bieten. Wie immer man das nun im Einzelnen bewerten mag, immerhin ein strukturiertes Konzept, das sich in 5 Säulen darstellen lässt. Immer wieder betont auch diese Kommission, dass die regionale, die gewachsene Struktur der Museen Schleswig-Holstein einbezogen werden solle, aber zugleich fordert sie auch, auf eine der beiden Universitäten Flensburg in der Kirche auszusuchen, um, wie es heißt, Kreativität und Experimentierfreude zu fördern. Die Kommission ist sogar so weit, dass sie die Bedingungen für die Standortwahl und auch Öffnungsformeln in oder Sponsoring nimmt. Diese beachtlichen Konzepte Reihe. Diese Kommission fühlt sich getragen vom Parlament. Ihre Akteure fest. Der Kommissionsbericht stößt wieder im Landtag auf einhellige Zustimmung. Und jetzt beginnt die öffentliche Phase. Standort für ihr jeweiliges Konzept, bis hin zu artigen Zeitungsanzeigen, die Einfluss auf die landespolitischen Debatten nehmen sollen. Drei Orte konkurrieren, Kiel, Schleswig und Rendsburg. Und zwei davon schalten tatsächlich Zeitungsannoncen. Auf Ersuchen des Bildungsausschusses ernennt die Kultusministerin eine zweite Kommission, die nunmehr eine konkrete Standortempfehlung aussprechen soll. In dieser Kommission haben wir wieder, diesmal überwiegend regionalpolitische Interessenintegration, das heißt Vertreter aller möglichen Regionen und Richtungen. Sie legt ein Schlussgutachten vor und kommt zu dem originellen Fazit. Ich zitiere: Erstens, die Kommission erhält die Errichtung des Hauses für Geschichte ein sinnvolles Projekt und plädiert nachdrücklich für seine Realisierung. Sie fühlt sich dabei von den konzeptionellen Überlegungen der ersten Kommission die Überlegungen verbunden. Zweitens, ich zitiere, Werberstädte haben die Kommission allerdings nicht überzeugt, dass eines von ihnen zur Umsetzung empfohlen werden kann. Zitat Ende. Alles nur ein Hornberger Schießen, kreisten Elefanten und gebaren sie Mäuse. Aus der Retrospektive mag das so aussehen und das liest sich eigentümlich, wenn man es in die Chronik fasst, aber man kann einiges daraus lernen.
jedenfalls aus der Retrospektive so aus, als sei zwei Jahre lang nutzlos und von hochkarätigen ein Projekt diskutiert worden, das schließlich keiner will und das an kleinlichen Standortfragen platzt. Dieser Eindruck aber täuscht. Das gilt jedenfalls für die interessierten Kreise, Verbände, Institutionen und Orte. Die Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte richtet sogar im Juli 2010 gemeinsam mit dem Landtag, der Arbeit also der zweiten Kommission, ein Internet-Bürgerforum zum Haus der Geschichte ein, verfehlt damit aber die breite Forum, erzielt nur 32 Eintragungen, ein doch eher ernüchterndes Ergebnis. Aber der Landtag lässt sich auch davon nicht entmutigen. Von Fraktionen getragen, veranstaltet der Bildungsausschuss im September 2002 eine große öffentliche Diskussionsveranstaltung und erörtert schließlich nach Vorlage des zweiten Kommissionsberichts die Lage. Ausdrücklich behält sich der Landtag zunächst die endgültige Standortentscheidung für ein Hauptgerichtshof. Schließlich kommt es im November 2003 nach Debatten das Jahr ins Land ging, zu folgenden in der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte einzigartigen Vorgang. Der Landtag beschließt, selbst Exponate für ein Haus zu sammeln. Ich zitiere aus dem Beschluss: Der Landtag bekräftigt seinen Beschluss, Gegenstände, die besonders geeignet sind, die Geschichte des Landes darzustellen, für ein zukünftiges Haus der Geschichte an geeigneten Orten aufzubewahren. Zitat Ende. Und tatsächlich, der Landtag hat angefangen zu sammeln. Bereits ein Jahr zuvor, 2002, hatte der Vorsitzende des Bildungsausschusses Konsens darüber festgestellt, dass Gegenstände des im Umbau befindlichen Plenarsaales gesichert wurden. Also die Bestuhlung ist eingemottet worden. Sowas ist anpackender, historisch interessierter Parlamentarismus. Zum Zeitpunkt dieses parlamentarischen Sammelbeschlusses ist das eigentliche Projekt allerdings bereits wirklich beerdigt. Im Mai 2003 hat der SPD-Abgeordnete Weber sozusagen vorgeschickt, im Rahmen einer Presseerklärung das Haus der Geschichte für nicht finanzierbar erklärt. Klar ist in einer Plenardebatte im August 2003, dass das Projekt wegen mangelnder Landesmittel jedenfalls vorerst ad acta gelegt werden muss. Und der FDP-Politiker Klug formuliert in dieser Debatte das Bonmot des Hauses der unendlichen Geschichte. Die öffentliche Wahrnehmung verlässt das Haus der Geschichte damit und auch die Parlamentsdebatten. Vorläufiges Zwischenergebnis: Die Landesregierung übernimmt die Aufgabe, über Zwischenschritte und eine kleine Lösung nachzudenken. Ministerin Erzig-Rafe kündigt das in der Debatte bereits an. Man wolle so etwas wie eine inhaltliche, ich zitiere sie, so etwas wie eine inhaltliche und didaktische und meinetwegen auch thematische Weiterführung, Zitat Ende, vornehmen. Sie halte es jedenfalls der Prüfung und Diskussion wert, Zitat, ob sich nicht doch noch in einem ersten Schritt ein Haus präsentieren könne. Aber, fügt sie und ab und zu, ich gehe bei all dem davon aus, dass null zusätzliche öffentliche Mittel eine Vorgabe, die im gestaltenden politischen Raum doch eher ungewöhnlich daherkommt, aber in einem Bundesland wie Schleswig-Holstein unter den obwaltenden Bedingungen der leeren öffentlichen Haushalte keine Ausnahme mehr darstellt. Der Schwenk: Die Geburtsstunde eines neuen Projekts des virtuellen Museums. Beauftragt, eine inhaltliche und technische Machbarkeitsstudie zur regionalgeschichtlichen und landesgeschichtlichen Internetpräsentation durchzuführen, werden schließlich die Fachhochschule Kiel und das Institut. Und im Titel, den Sie hier lesen können, stellen beide Einrichtungen ihre Überlegungen im Bildungsausschuss im September 2004 vor. Eng an bestimmten Vorgaben des alten Hauses der Geschichte präsentieren wir einen didaktisch begründeten Prototypen mit zwei umgesetzten Themen und einigen speziellen Angeboten, zum Beispiel für Kinder. Das Fazit lautet: Präsentation im Sinne aller bisher erörterten Vorgaben für eine Hausgeschichte erscheine sinnvoll und machbar. Und die Umsetzung sei, so unser damaliger, ich glaube, grenzenlos naiver Ansatz, mit zwei auf zwei Jahre befristeten zusätzlichen Stellen auch möglich. In dieser Präsentationssitzung gibt es das erste Mal Streit im Landtag.
Sie verläuft kontrovers und teilweise auch skurril. Denn nicht allein diese kleine Studie wird erörtert, sondern sozusagen virtuell daneben platziert Alternative, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit vielen Jahren existierende Internetpräsentation der nicht offiziösen Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte, die sich im Verlauf der bisherigen politischen Erörterung als massiv unterbewertet erachtet. Am Ende der Sitzung ist jedenfalls von dem großen Konsens nichts mehr zu spüren, abgesehen davon, dass ein christdemokratischer Abgeordneter den eklatanten Fehler zu erkennen meint, dass von einer Revolution in Kiel des Jahres 2018 die Rede sei, obwohl doch eigentlich von einer Meuterei zu sprechen wäre. Positionieren sich die Abgeordneten. Jede Aussage wird von der Deklaration begleitet, dass man langfristig am Vorhaben eines Hauses der Geschichte aber festhalte. Die Bildungsministerin bekräftigt anschließend laut Protokoll, Zitat, dass das weitere Vorgehen in der Hand der jeweiligen Projektträger liege. Und der Landtagsstenograf notiert zu seiner eigenen Erklärung, Klammer auf, dahinter, Autonomie der Hochschul- und Geschichtsgesellschaft, Klammer zu. Also in der Hand der jeweiligen Projektträger liege, die ihr Projekt in eigener Verantwortung vorantreiben und sich um Drittmittelprojekt bemühen könnten. Beide Projekte seien wertvoll und zukunftsweisend und sollten vom Landtag und auch der Landesregierung ideell weiter unterstützt werden. Zitat Ende. So trägt man öffentliche Armut mit Eleganz. Wir wollen nicht vergessen, alle Einrichtungen, die bisher beteiligt waren und alle Kommissionsmitglieder sind auf Aufforderung der Politik ernannt worden und nicht auf Selbstvorschlag. Und am Ende hat die Politik mehrfach ein Projekt einhellig beschlossen, dann den Finanzierungsüberhalt gemacht, dann eine Anfanglinie beschlossen und am Ende gesagt, das ist eine gute Idee, macht es, aber macht es mit euren eigenen Mitteln. Also eine zweite Zwischenbetrachtung. Natürlich hat es die Opposition im Landesparlament leichter, finanzpolitisch wirksame Projekte einzufordern, als es für die Regierungsseite ist, die diese dann auch finanzieren. Eher atypisch aber erscheint weiterhin die Einigkeit, überwiegende Einigkeit. Tatsächlich verdeckt die in allen Debatten immer wieder unterstrichene Einhelligkeit in der Zielprojektion Differenz zum Expertenkommission deutet darauf hin, dass von Anfang an der Versuch unternommen wurde in Schleswig-Holstein, divergierende der Gewogenheit der Kommission heißt, dass es durch die Mitwirkung an ist aber aus meinem Aspekt die Tatsache des Ausgleichs an wie klar ist den politischen bei einer Präsentation um Deutungen geht. Da würde sich niemand über die objektive Präsentation, ist ein naives Nein, diesen Repräsentation ist offenkundig und Bauausführung verhandelbar sind. Leitet von Sorgen, dass ihre Perspektive thematischen Vorstellungen in Debatten ein. Sondern suchen auch nach wissenschaftlichen oder musealen Repräsentanten ihrer Ausrichtung. Ich halte das jedenfalls für eine bemerkenswerte Tatsache, die hier im Landesparlament offener behandelt wird, als auf manchen Fluren historischer Seminare. Das anspruchsvolle Statement der grünen Abgeordneten Birk soll dies stellvertretend noch einmal belegen. Zitat, ich denke, wir gehen gemeinsam davon aus, dass Geschichte nicht als eine Fortentwicklung zum Guten und zum Fortschritt interpretiert werden kann. Alles in allem sind wir sehr daran interessiert, dass das Haus der Geschichte dialogorientiert wird, dass engagierte Historiker, seien es Laien, seien es Profis, mitwirken können, dass ein breiter Diskussionsprozess entsteht. Eine zweite damit eng verbundene Beobachtung drängt sich auf. Die betonte Harmonie und die immer wieder ausgedrückte grundsätzliche Übereinstimmung bilden einen deutlichen Kontrast zu den erinnerungspolitischen Großkonflikten
und wirkmächtige Geschichtsinterpretation, beispielsweise den, wie man heute sagen kann, nationalpolitischen Debatten und die museale Präsentation der deutschen Geschichte während der Planungsphasen des Bonner Hauses der Geschichte und des Berliner Deutschen Historischen Museums. An die älteren Berichte, die Frage, erinnern Sie sich, gerade gewählt, richtet Bundeskanzler Helmut Kohl bereits 1982 und wiederholt 1983 zwei museale Museumsstiftungen Berlin und Bonn an. Das Bonner Haus der Geschichte zur sinnstiftenden republikanisch-demokratischen Traditionsbildung der noch alten Bundesrepublik und das Deutsche Historische Museum als ausgiebiges Nationalmuseum im noch geteilten Berlin. Des Kanzlers in Regierungserklärung zur Lage der Nation wahrlich prominent platzierte Äußerungen drückten fraglos ein außergewöhnliches Engagement für die beiden unter kaum einem Finanzvorbehalt stehenden Großprojekte aus. Ein solches Sinnstiftungsengagement der Exekutive musste damals Sorgen auslösen, nicht zuletzt auch deshalb, weil am Anfang der konzeptionellen Arbeit von ihm persönlich ausgewählte Historiker standen. Der über einige Jahre anhaltende Streit bildete ein wesentliches Element des geschichtspolitischen Diskurses der 1980er Jahre. Zahlreiche Kritiker befürchteten Relativierung der NS-Geschichte, erwarteten Beiträge zu einer Entsorgung der deutschen Vergangenheit. Die Kontroverse um die Genese des 1987 gegründeten Deutschen Historischen Museums in Berlin ist übrigens von Haus selbst vorbildlich und sehr breit dokumentiert und publiziert worden. Zwei gewichtige Beispiele der damaligen politisch-oppositionellen Kritik seiner der Abgeordnete Duwe von der SPD war federführend für einen von der SPD, Bundestagsfraktion im Februar 86 eingebrachten Beschlussantrag. Bezogen auf beide museale Vorhaben hieß es darin, ein lebendiges Geschichtsbewusstsein der Deutschen müsse vom Ziel der europäischen Integration ausgehen, was folglich, Zitat, allein auf den Nationalstaat zugeschnittene Institutionen zur Vermittlung der deutschen Geschichte, wie dieses Projekt, ausschließe. Zur Genese betont der Antrag, dass derartige Institutionen auch durch die Form ihrer Entstehung den demokratischen Charakter unserer Republik spiegeln müssen. Zitat, sie dürfen sich in keiner Weise dem Verdacht aussetzen, eine Regierung verordnet bestimmte Geschichtsbilder. Für die Fraktion der Grünen brachte der Abgeordnete Christian Ströbel, der existiert ja noch heute, im April 1986 einen polemischen Beschlussantrag ein. Der Deutsche Bundestag möge bitte beschließen, Zitat, mit dem beabsichtigten Bau eines Hauses der Geschichte in Bonn und eines Deutschen Historischen Museums in Berlin unternimmt die Bundesregierung den Versuch, regierungsamtlich Geschichte festzuschreiben und Geschichte den aktuellen politischen Machtverhältnissen entsprechend verbindlich zu interpretieren und so für den politischen Tagesgebrauch herzurichten. Weiter heißt es in seinem Antrag, die Bundesregierung plane Tempel für ihre Ideologie und Selbstdarstellung vergleichbar mit den Pyramiden der Pharaonen im alten Ägypten. Und schließlich, mit Geschichte und Geschichtsdarstellung ist in der Vergangenheit zu oft Politik, nämlich die Politik der Mächtigen im Staat, der Herrschenden gemacht worden. Zitat. Trotz ihrer erkennbaren Verankerung im politischen Tagesgeschäft lassen sich repräsentative, nicht einfach von der anzuweisende Befürchtung und zugleich markante, durchaus diskussionswürdige gesellschaftliche Ansprüche an die Vermittlung von Geschichte aus diesen beiden Zitaten destillieren. Hier finden sich beachtliche Aspekte, nämlich Bedenken gegenüber obrigkeitlichen Geschichtspräsentationen und verordneten Geschichtsbildern, Klammer auf, auch diese Gefahr besteht täglich in Schulen, Klammer zu, die Problematisierung des Nationenbegriffs, seine Integration in einen europäischen Kontext, eine geforderte Offenheit von Interpretationen, der Wunsch nach einer Berücksichtigung von Korruption und sozialen Protest. Betrachtet man nun den Zeitsprung 20 Jahre später, das breite Medienecho zur Eröffnung, zur
endgültig erfolgten Eröffnung der Berliner Dauerausstellung im Juli 2006, so werden diese Bedenken und Kritikpunkte an keiner Stelle mehr vorgebracht. Dieses spannende Phänomen hat nicht nur mit Verschiebungen der geschichtspolitischen Debatte seit Jahren zu tun, sondern findet seine Ursache auch in der Wirklichkeit. Denn die Dauerausstellung ist in der Tat weder als eine nationale Identitätsfabrik zu begreifen, noch entsorgt sie die NS-Geschichte. Im Gegenteil. Es ist eine in Teilen vorzügliche Einbettung der deutschen in die europäische Geschichte gelungen, in Teilen. Und dass kein Thema derart massive und breite Präsenz in der Ausstellung besitzt wie jenes des Nationalsozialismus, ist auch evident. Diese beiden Aspekte jedenfalls sind nicht das Problem des historischen Deutschen Historischen Museums in Berlin. Bereits im März 87, und damit will ich diesen Exkurs in die Vergangenheit schließen, hatte eine neuerliche Regierungserklärung des Kanzlers und Historikers Kohl die Aufnahme und Integration wesentlicher Hinweise aus der anfangs extrem kritischen Debatte ausgewiesen. Diese Regierungserklärung enthält eine durchaus bemerkenswerte Passage, die Kritiker der nationalkulturellen Sinnstiftung damals nicht erwartet hatten. Kohl führte aus, die deutsche Geschichte solle so dargestellt werden, dass, Zitat, sich die Bürger darin wiedererkennen, offen für kontroverse Deutung und Diskussion, offen für die Vielfalt geschichtlicher Betrachtungsmöglichkeiten. Zitat Ende. Denn Kohl, so weiter, Zitat, in einer freien Gesellschaft gibt es nach unserer Überzeugung kein geschlossenes und schon gar nicht ein amtlich verordnetes Geschichtsbild. Niemand, so führt er aus, hat das Recht, anderen seine Sicht und seine Deutung der Geschichte aufzudrücken. Zitat Ende. Das ist fast ein Basisprogramm für jede Form von aktueller Geschichtsdidaktik. Die massiv vorgetragenen Bedenken gegen beide Häuser waren in den Jahren 83 bis 87, als er diese Rede hielt, institutionell und prozedural aufgefangen und teilweise auch inhaltlich berücksichtigt, also als berechtigt anerkannt oder eben ausgeräumt worden. Durch die integrations- und konsensorientierte Kommissionierung mündete der schließlich konstruktive Diskurs in eine nachdrückliche konzeptionelle Differenzierung dieser beiden nationalen Großvorhaben. Ich kehre zurück in die Provinz. Während damals in Bonn und Berlin konfliktträchtige Zentraldeutungen die Öffentlichkeit aufwühlen, sowie bei den Museumsgründungen Regierung und Opposition sich gegenseitig einseitige Interpretationen unterstellten, also museale Projekte als Fortsetzung der ideologischen Konkurrenz oder der Deutungshoheit begreifen, entfallen derartige Unterstellungen außen Annahmen in den landespolitischen Debatten der Jahre 2000 bis 2004 in Schleswig-Holstein vollständig. Es wird gerangelt um Expertenrollen, Fachansichten und Einflussnahmen, vor allem aber wird gestritten um Standorte, und das ist nun typisch, weil es nämlich um regionale und kommunalpolitische Interessen in der Landespolitik. Aber die Unterstellung regierungsamtlicher Geschichtsdeutung gibt es nicht, obwohl auch der Umgang mit der regionalen Netzgeschichte und die Interpretation der Grenzraumgeschichte ehemals auch im Landtag sehr konfliktträchtig gewesen war. Ganz offenkundig hat sich der geschichtspolitische Stil in den hauptberuflichen Parlamenten innerhalb von nur 15 Jahren geändert. Wie geht es weiter mit dem Projekt der Schleswig-Holstein? Beraten und für dahin auch immer wieder begleitet von Vertretern des Kultusministeriums unternehmen die Akteure der Machbarkeitsstudie in der Folge tatsächlich den Versuch, das Projekt des virtuellen Museums zu konzipieren und selbst zu finanzieren. Um europäische Interreg-Mittel für grenzüberschreitende Projekte zu nutzen, bedarf es zweier zusätzlicher Mitwirkender auf der anderen Seite der Grenze, also Dänemark. Gefunden werden historische Partner von der Syddansk-Universität in Odensee und technologische Partner von der Syddansk-Universität mit Sitz in Sanderborg. Allein aufgrund der Zuschnitte der gegenwärtigen EU-Förderregion und nur deshalb und nicht aus didaktischen oder gar fachwissenschaftlichen Gründen erfolgt die inhaltlich sehr bedeutsame Erweiterung des Projektes auf Sanna-Jylland
Das ist die Region Nordschleswig, also nördlich der Grenze, und auf Fünen im Deutschen gesprochen. Fünen übrigens die Insel, die bis dato nirgendwo in den Fokus einer Grenzraumgeschichte genommen wurde. Aus einem virtuellen Museum für Schleswig-Holstein ist damit ein virtuelles Museum, so der deutschsprachige Versuch, für die Grenzregionsgeschichte geworden, die ganz Schleswig-Holstein, Sudderjylland und Fünen mit einbezieht. Das Projekt hat aus ausschließlich pragmatischen und Finanzierungsgründen völlig neue inhaltliche Konturen angenommen. www.vimo.info können Sie uns heute auch noch im Internet aufsuchen. Können Sie aber auch über virtuelles Museum bei Google Platz 1 googeln. Ist ein Projekt, das deutsche und dänische Historiker, Multimedia-Experten und sogar Humaninformatiker in der Laufzeit von 2005 bis 2008 gemeinsam durchführen. Propagiertes Ziel war für den Zeitraum zwischen 1830 und heute eine didaktisch hochwertige Vermittlung der Geschichte eben dieser Region, internationale Zugehörigkeit, wenn in dieser Zeit, 1830 bis in die Gegenwart, keineswegs selbstverständlich war. Ausdrücklich aus einer grenzüberschreitenden Perspektive und der Nutzung aller multimedialen Möglichkeiten. Am konzeptionellen Anfang des internationalen Vorhabens standen fachdidaktische Normierungen, glaubten wir jedenfalls, als wir einhellig beschlossen, dass das Projekt in der Endausführung, jetzt sage ich das an die Studierenden der Fachdidaktik, offen sein sollte, also keine Urteile vorgeben sollte, dass es multiperspektivisch sein sollte, also ganz bewusst und ausdrücklich ausgesprochen alle möglichen Perspektiven annehmen würde, dass es kontrovers sein soll, also verschiedene Forschungssichtweisen, manchmal auch alternative Forschungsdarstellungen geben sollte und das schließlich auch handlungsorientiert, also zum eigenen Handeln auffordern sollte und so weiter und so fort. Wir meinten, wir hätten diese fachdidaktische Normierung durch einhelligen Beschluss vorgenommen. Wir erarbeiteten aus hier nicht weiter zu erörternden didaktischen Gründen eine nicht stetig wachsende Website, sondern einen Platz schon auch in seinem programmatischen Titel beschränktes virtuelles Museum. Für 6 individuell bestimmbare Zielgruppen von Kindern über Schüler, Touristen, Entdecker bis hin zu Forschenden und auch Lehrkräften anwendbar. Für jede dieser gewählten Rollen, die Sie ganz oben in dieser gelben Leiste vornehmen können, entfaltet dieses Museum auf völlig eigene Weise. Das ist technologisch neu gewesen und bis heute übrigens konkurrenzlos. Wir bearbeiteten 36 ausgewählte Themen aus dem regionalistischen Forschungsstand, wieder in 6 Dimensionen, diesmal statt Landesspezifika die Dimension Grenze. Alles andere ist gleich. Abgesehen davon, dass bei einer europäischen Interreg-Förderung keineswegs die Wissenschaftsförderung im Vordergrund steht, stattdessen Aspekte wie Struktur- und Regionalförderung, Verbesserung des regionalen Images sowie Aspekte wie Gleichstellung, Befriedung und Kooperation in den Mittelpunkt der Antragstellung gerückt werden mussten, tritt gleich am Anfang ein bezeichnendes anderes Problem auf. Während die Rechtslage durchaus einen nur deutschsprachigen Antrag zulassen würde, wird in Sudderjylland die Tatsache der Einsprachigkeit dieses großen Antrages, und er hat immerhin 68 Seiten umfasst, als ein Zeichen in eine falsche Richtung begriffen und eine zweite übersetzte dänische Fassung erzwungen. Hier drückt sich bereits eine Sensibilität aus, ja eine Angst von Deutschen mit deutscher historischer Perspektive majorisiert zu werden. Und in der Tat, unglücklicherweise, sind sogar die beiden Partnerprofessoris der Südansk-Universität deutscher Herkunft, nicht jedoch ihre späteren Projektmitarbeiter. Vor allem das Interreg-Sekretariat in Sudderjylland beschäftigt sich während der Antragstellungsphase und auch danach noch intensiv mit inhaltlichen Fragen, insbesondere der Kontrolle der nationalen Ausgewogenheit der Geschichtspräsentation, und zwar bis hin zu konkreten inhaltlichen Versuchen der Einflussnahme. Die Fördersekretariate der anderen Regionen enthalten sich jeder inhaltlichen Stellungnahme, bitten allerdings darum, im Antrag nicht so viel von Wissenschaft zu sprechen, sondern den soziologischen Aspekt stärker in den Vordergrund zu bringen. Was das Projekt in der Antragsphase am meisten gefährdet,
sind zunächst artikulierte Vorbehalte auf deutscher Seite, die bereits bei der Landtagsanhörung im vermeintlich konkurrierenden virtuellen landesgeschichtlichen Projekte dort angedeutete Konkurrenz eskaliert im Vorfeld der Bewilligung dieses Antrags. Und zum Verständnis dieses Phänomens muss ich darauf hinweisen, wer eigentlich europäische Interreg-Projekte bewilligt. Keineswegs werden da Europäer im engeren Sinne aktiv oder die Behörden in Brüssel oder Straßburg. Sie werden später ausschließlich durch die Rechnungsprüfung vertreten sein. Es sind ausschließlich regionale Erscheinungsträger, die europäische Mittel vergeben. Deutscher Seite zum Beispiel die Landräte und Oberbürgermeister der zu den Bewilligungsregionen zählenden Gebietskörperschaften, auf indischer Seite analoge Repräsentanten. Alles Akteure der Region, die sich sehr genau kennen und in der Region für Wurzeln sind. Und selbst die aus den europäischen Interreg-Mitteln vorweg finanzierten Interreg-Sekretariate werden auf Zeit mit örtlichen Verwaltungs- und Planungskräften besetzt, über deren Anstellung und Weiterbeschäftigung wieder allein die regionalen Entscheidungsträger verfügen. So funktioniert Europa, dessen ureigene Bürokratie bekanntlich nur die Größe der Verwaltung eines Bundeslandes hat. Jedenfalls sollte man um diese regionale Verankerung wissen, ganz wertfrei formuliert. Landräte nun, auch jene mit stark schlagendem Europaherz, vertreten zunächst und in allererster Linie immer die Interessen ihres Kreises. Und oft haben sie auch noch ehrenamtliche Funktionen. In unserem Fall ist ein Landrat auch Vorsitzender der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte und damit, bezogen auf die Konkurrenz der virtuellen Projekte, auch Partei. Im Kreis eines anderen Landrats existiert eine minderheitsbezogene Forschungseinrichtung. Dieser Landrat entwickelt Tage vor der entscheidenden Bewilligungssitzung des deutsch-dänischen Beschlussgremiums die Idee, durch die Beteiligung seiner Forschungseinrichtung am Projekt einen Teil der Mittel in seinen Landkreis zu leiten. Die angesprochene Forschungseinrichtung fordert zudem, und das inhaltlich auch gewiss berechtigt, die Berücksichtigung der betroffenen Minderheit, nämlich der Friesen, in der inhaltlichen Akzentuierung dieses Projekts. Nun kann man über vieles nachdenken im Forschungsbetrieb, aber dass die Landratsintervention keine 24 Stunden vor der entscheidenden Sitzung telefonisch den vier Antragstellern, die seit Monaten an ihrem Antrag basteln, mitgeteilt wird, hatte doch ein Geschmäckle. Die Aufnahme einer fünften Forschungsinstitution mit gleichberechtigten Partner können sie nicht befürworten, weil damit nicht nur die komplette Planung, sondern auch die komplette Gegenfinanzierung auf den Kopf gestellt wurde. Nach einer exklusiven Projektpräsentation befürwortet immerhin zwischen jeder Landrat, der zugleich Vorsitzender der Geschichtsgesellschaft ist, das Vorhaben. Und schließlich wird das Projekt im Rahmen einer wirklich dramatischen Sitzung, der auch noch ein Faxgerät heiß läuft, im November 2004 doch bewilligt. Ich halte fest, der für die Projektbewilligung zwar kritische Punkt auf deutscher Seite basiert wieder nicht auf inhaltlich fachlichen Differenzen oder unterstellten problematischen Geschichtskonzeptionen, sondern allein auf realer oder subjektiv wahrgenommener Konkurrenz zweier Vorhaben und anderen einfachen finanziellen Interessen. Die andere Beobachtung verweist auf einen Konflikt, der die Projektprotagonisten nicht in seiner Existenz, wohl aber in seiner Intensität überrascht und der auch die gesamte Laufzeit des Projektes immer wieder zu spüren sein wird. Die Ängstlichkeit auf dänischer Seite durch deutsche historische Perspektiven majorisiert zu werden. Interessant ist, dass höfliche Kritiker und Bedenken ausschließlich aus der Region Sønderjylland und der dänischen Minderheit in Deutschland stammen, nicht jedoch von der Insel Fyn. Während man auf Fyn der Grenzregionsgeschichte offensichtlich unverkauft gegen tritt, gibt es in Sønderjylland und in der rheinländischen Minderheit südlich der Grenze manifeste Ängste. Sie galten eigentlich als überwunden zwischen deutschen und dänischen Historikern zumal, aber sie wurzeln bekanntermaßen in ganz realen Erfahrungen miteinander, die in der dänischen kollektiven Erinnerung, insbesondere in der Grenznähe und in der Minderheit, dort also, wo es unausweichlichen Kontakt mit den deutschen Nachbarn gibt, virulent werden. Teil des komplizierten Bewilligungsbescheides für das Projekt ist, aus beiden Teilkonflikten folgend, die Auflage der Einberufung einer Steuerungsgruppe
zur Unterstützung und Beratung und gewiss auch zur inhaltlichen Kontrolle des Projektes. Der Bescheid zählt sogar genau die zu ernennenden Repräsentanten auf, darunter auch der Landesfriesische Forschungseinrichtung und mehrere genannte dänische Skeptiker. Die dermaßen konstituierte Steuerungsgruppe, und auch hier sind wir wieder durchaus in vergleichbaren anderen Regionen, nimmt ihre Arbeit mit Elan. In ihren Reihen wird erörtert, ob sämtliche Texte, Quellen und multimedialen Anwendungen ihnen vorzulegen seien, zur Abzeichnung. Ein Verfahren, das bekanntlich im Bonner Haus der Geschichte bis heute praktiziert wird. Jede Bildunterschrift ist dort von einer begleitenden Historikerkommission, die politisch quer durch die Bühnenbank besetzt ist, abgezeichnet. Überregulation bedeutet das, und es tötet Originalität und widerspricht der Wissenschaftsfreiheit. Die Steuerungsgruppe beschließt nach langer Diskussion, die pragmatische Lösung, die dann gar nicht in Kraft tritt, dass dort, wo es passt, die jeweilige Expertenmeinung aus ihren Reihen eingeholt werden soll. Zum kulturellen Break-Even entwickelt sich die schwierige Situation, dass der Vorsitzende, ein Däne, der aufgrund einer beruflichen Neuorientierung ausscheiden muss, ganz persönlich eine Nachfolgerin für seine Mitgliedschaft und zugleich auch als Rolle als Vorsitzende ernennt. Dieses doch für Demokraten eher ungewöhnliche Verfahren führt auf Seiten der Projektprotagonisten zu der Entscheidung, in der Situation der Kopflosigkeit des Begleitgremiums ihrerseits zu einer Sitzung einzuladen. Das wird von der in die doppelte Nachfolge Eingesetzten ernannten, als Erfahrung aufgefasst, die wiederum selbst die Steuerungsgruppe einnimmt. Beide Termine finden nicht statt. Aber aufgrund eines Kommunikationsproblems haben wir Projektträger nur die deutschen Mitglieder der Steuerungsgruppe eingeladen, was auf der dänischen Seite noch stärker die Vorurteile stärkt und die Annahme, dass die Deutschen irgendwas im Schilde führen. Jedenfalls eskaliert die Situation in Tagen, das Projekt steht auf des Messers Scheide und es müssen regelrecht diplomatische Bemühungen über die Grenze starten, bis schließlich ein Kompromiss, eine von dritter Hand vorgenommene Einladung dann zu einer Fortführung dieser Arbeit führt. In der Anfangsphase dieser Besteuerung entsteht der Eindruck, dass ein Mitglied, offenbar getragen von der Sorge um die Deutschlastigkeit des Projekts, den Schulterschluss mit einem dänischen Projektpartner sucht und mit inhaltlichen Schlüsselfragen die dänische Perspektive wirklich per Abstimmung zu sichern. Ein Verfahren, das ein gewisses Schlaglicht auf die geschichtspolitische Sensibilität dieses Vorhabens wirft. Projektintern drücken sich auch nationale Perspektiven aus. Ursprünglich planen wir, Texte zur Arbeitsteilung zu entwerfen, in der Schlusssituation jedoch gemeinsam zu erörtern. Das erweist sich aus arbeitstechnischen Gründen als unrealistisch. Doch soweit es möglich scheint, verabreden wir die deutsche und dänische Perspektive und die ihr jeweils innewohnende Kontroversität transparent zu machen. So beschließen wir jedenfalls, in der späteren Ausführung werden sich die fachdidaktischen Ansätze der beiden verantworteten Gruppen, also IZLG und SDU, erheblich voneinander unterscheiden. Schon bei der Themenverteilung sind auch unausgesprochene Prioritäten und Relevanzentscheidungen zu spüren, die sich durchaus in national- und grenzlandpolitische Interessen einordnen lassen. Das besonders sensible Feld der Grenzlandgeschichte übergeben wir beispielsweise gerne ausdrücklich der dänischen Seite. Bei anderen Themen aber gibt es richtiges Gerangel und braucht man einen Moment, um zu verstehen, dass sich auch hier grenzlandpolitische Sensibilität äußert. So war es nicht möglich, das Thema Nationalsozialismus, wie von uns intendiert, zu einem Thema zu erheben. Die dänische Seite beharrte darauf, dass wir in unserer Präsentation ein Thema Nationalsozialismus und ein gesondertes Thema Krieg und Besatzung aufzulegen hätten, wobei selbstverständlich das Letztgenannte von dänischer Seite zu betonen sei. Das Ergebnis unseres arbeitsteiligen Vorgehens, immerhin im Internet zu betrachten, ist pragmatisch betrachtet vielleicht erfolgreich. Indes finden sich von beiden Seiten zu verantwortende Textpassagen, über die zu streiten, es sich durchaus lohnt. Teilweise ist aber auch sehr deutlich zu spüren, dass die auch nationalpolitisch motivierte Arbeitsteilung in eine einseitige geschichtspolitische Correctness mündete, die unseren Ursprungsintentionen und fachdidaktischen Ansprüchen überhaupt nicht mehr entsprach.
Wir erinnern uns, auch die dänischen Professoris stammten aus Deutschland und hatten retrospektiv betrachtet vielleicht deshalb ein besonderes Interesse daran, die dänische Perspektive zu verteidigen. Nur so lässt sich der skurrile Bewertungssatz eines der beiden Kollegen verstehen, der nach Projektende befriedigt feststellte, dass er jedenfalls mit nationaldänischen Kritikern bezogen auf diese Seite nicht zu rechnen hatte. Ich komme jetzt zum Abschluss und möchte zwei Gedanken festhalten. Erstens, im Panorama sehen wir die Initiative zu einem multimedialen Museum, über einen konsensual von der Landespolitik getragenen Entschluss zur Gründung eines Hauses der Geschichte, bis hin zu einem von der EU geförderten virtuellen Museum zur deutsch-dänischen Regionalgeschichte im Internet mutieren. Das von der Landespolitik jeder Couleur noch heute interessiert und wohlwollend begleitet wird. Auf den ersten Blick im Vergleich zu früheren Zeiten eine erstaunliche Wandlung der Politik. Doch nähere Betrachtung lässt folgerichtige Aspekte erkennen. Wir haben als tragende und übereinstimmende Motive der schleswig-holsteinischen, also im deutschen Landesparlament, den Wunsch nach Identitätsstiftung, Lernen aus der Geschichte, Orientierung und attraktive Präsentation festgestellt. Ausnahmsweise alle Fraktionen finden eine im Dialog und Konsens konzipierte Präsentation der Geschichte des Landes der letzten 200 Jahre wichtig. Aber sie dürfe in Zeiten extremer Haushaltsknappheit das Land eben nichts kosten. Nun ja, diese elegante politisch-pragmatische Lösung einer Überweisung des Projektes an die Universitäten zum Beispiel lässt sich natürlich auch als eine konsequente Umsetzung der von allen geforderten Staatsferne des geplanten Projektes interpretieren. Vielleicht fällt dieser Schritt den politischen Akteuren auch deshalb recht leicht, weil ihnen, wie ich gezeigt habe, Konstruktionscharakter und Kontroversität, also Diskussionswürdigkeit von historischen Bildern geläufig sind. Sie streiten sich zwar darüber, aber sie wissen und sind sich einig darin, dass man über Geschichte und ihre Präsentation streiten kann und wird. Die geschichtspolitischen Konflikte werden daher anders, nämlich indirekt und verdeckt ausgetragen, wenn man so will, feinsinniger als in den 1980er Jahren. Und im Übrigen, ich will die Begriffe nicht wiederholen, kompatibler mit den Grundansätzen der aktuellen Geschichtsdidaktik. Und vielleicht auch deshalb, weil es besser passt, überlässt Politik inzwischen die Umsetzung ausgewogen zusammengesetzten Expertengruppen. Zweitens, schon früh steht auch in den landespolitischen Debatten der Wunsch nach der Überwindung nationaler Konflikte und undemokratischer Tendenzen in einer Grenzregion im Voraus. Das spätere gemeinsame deutsch-dänische Projekt setzt diese Vorgaben in Teilen um. Der immer zunächst genannte Antriebsmotor der Schaffung und der Bekräftigung einer Landesidentität wird allerdings ziemlich unbedeutend und von uns ausgeleitet. Doch ist in einem Land an der Grenze mit starken Minderheiten der Schritt zur Schaffung einer grenzüberschreitenden regionalen Identität nicht aufnahmen. Entspricht er nicht in seiner Symbolkraft der immer stärkeren Konzentration auf ein Europa der Region? Ist das vielleicht aktuelle Orientierungsfunktion von regionaler Geschichte? Das gilt, auch wenn wir sahen, dass zu dieser regionalen Identität immer noch virulente nationalpolitische Erfahrungen miteinander zählen und deren bis in die Intensität des jeweiligen Gegenwartsbezuges unterschiedliche Bedeutung. Um es anzudeuten, der Frieden ist nachhaltig, da gibt es keinen Krieg mehr zwischen Deutschen und denen in unserer Region. Aber auch die regionalen Interessen konvergieren. Aber die Erinnerung wirkt immer noch in Teilen ganz unterschiedlich. Es gibt in dieser deutsch-dänischen Grenzregion eine übrigens lange Zeit tatsächlich gemeinsame Geschichte mit auch für die vom Nationalgedanken geprägte Phase des 19. und 20. Jahrhunderts durchaus vermittelbaren Deutung sowie auch Ansätze einer Übergabeidentität, die jedoch weiterhin national vernarrt ist. Die aktuelle gesellschaftliche Bedeutung von Geschichte wird in einer solchen Situation unterschiedlich begriffen. Wenn es um offiziöse Geschichtsdeutung geht und als eine solche wurde das Projekt Virtuelles Museum begriffen, beharrt in diesem Fall die dänische Seite darauf,
dass ihre Perspektive in zentralen Fragen klipp und klar gewahrt bleibe, ohne dass etwa deutsche fachdidaktische Ansätze eines multiperspektivischen, offenen, also nicht klar werdenden historischen Zugangs aus dänischer Sicht die Gefahr einer Verwässerung mit sich bringen. Das Beharren auf der dänischen Perspektive wurzelt in der Realgeschichte, wenn man so will, die fachdidaktische Freiheit der deutschen Seite zum Teil vielleicht auch. Denn auch in der deutsch-dänischen Grenzregion ist für die Zeit seit der preußischen Annexion des Herzogtums Schleswigs im Jahre 1867 im deutschen Agieren wenig positive Identifikation zu gewinnen. Durch die Projekterfahrung ist mir klarer geworden, wir haben es nördlich und südlich der Grenze heute ganz einfach mit unterschiedlichen Geschichtskulturen, ja sogar noch mit unterschiedlichen Begriffen von Geschichte zu tun. Und diese Differenz verlangt zugleich diskursive Verständigung wie gegenseitigen Respekt. Und genau das macht vielleicht aus dieser provinziellen Geschichte zu lernen sein, für ein Europa der zum Teil so unterschiedlichen Regionen, Respekt vor und Interesse an den vielen, wahrscheinlich verschiedenen Geschichtsbüchern. Vielen Dank für Ihre Geduld. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Es gibt ein Wort von Friedrich Hebbel, der gesagt hat, es gibt die große und die kleine Welt. Die kleine Welt ist insofern auch wichtig, weil in der kleinen Welt die große ihren Raum behält. Das heißt, was wir hier jetzt vernommen haben, eingebettet in den Kontext der geschichtspolitischen Veränderungen in Deutschland ab den 80er Jahren, sowohl in der ehemaligen DDR, von der ich weniger geredet war, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland, haben wir am Beispiel eines Museumsprojekts, ein reales Museumsprojekt, das dann schließlich zu einem virtuellen Internetprojekt, wenn man so will, sich wandelt, erfahren, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Problemen Historiker, Historikerinnen in einem Grenzraum zu tun haben, wenn sie von der Politik aufgefordert, konsensual bestimmt, ein Museumsprojekt angehen sollen. Hier kamen einige ihrer Bemerkungen, einige ihrer Befunde gar nicht so unbekannt vor, dass ich selbst ungefähr ein Vierteljahrhundert in einer Grenzregion als Geschichtsstudent, als Historiker habe arbeiten dürfen. Und ein zweiter kleiner Hinweis noch, das, was wir im Deutschen Historischen Museum angesprochen haben, in Berlin und im Haus der deutschen Geschichte in Bonn, kann mich noch sehr gut erinnern, wie reflexartig österreichische Historiker ihre Igel Stacheln ausgefahren haben, dass in diesem Deutschen Historischen Museum in Berlin die österreichische Geschichte quasi vereinnahmt wird und von Deutschen dominiert wird und die österreichische Nationalgeschichte minimiert. Ja, und die Kaiser des Römischen Reiches zu deutschen Kaisern per se gemacht werden und der österreichische Anteil, der Habsburger Anteil zu einer Fußnote verkommt. Auch da gab es solche Majorisierungsängste von österreichischer Seite. Das ist sehr spannend zu sehen, wie in anderen Fällen dass sich ähnliche Muster auch finden lassen, die an diesem konkreten Beispiel aufgezeigt. Fragen an unseren Gast, Herrn Danker, sind jetzt möglich. Es geht also um das Verhältnis von deutscher und dänischer Geschichte, um einen Verhandlungs- und Verarbeitungsprozess, wie man diese Geschichte öffentlich präsentiert, wie sich das von der Darstellung einer Finanzierung auch mit annimmt. Beispiel, das Land Wien kann aber nicht, kann nicht zahlen. Am Ende wird es ein Interreg, also ein von der Europäischen Union finanziertes Projekt, wo aber wieder Landesinstanzen, wieder Regional- und Landesvertreter Entscheidungen treffen, also die budgetäre Seite von der EU abgewickelt wird. Also man sieht den schwierigen, verschlungenen Weg, um zu einem Ergebnis zu kommen, das am Ende ein ganz anderes Resultat ist, als die ursprüngliche Intention. Hornberger Schießen, das Stichwort ist ja schon genannt, sind wir Teil von Hornberger Schützenaktionen und Schießereien. Eine Frage, die Sie stellen, Herr Hinz, hat eine Frage. Bitte schön. Ich hätte eher eine museumspädagogisch-didaktische Frage. Und zwar, Museen sind ja nach modernem Verständnis eben nicht mehr die Musentempel, wo man nur durchgeht, ohne
etwas anfassen zu dürfen und gefälligst leise spricht, sondern sind Räume, in denen man eben auch handlungsorientiert lernen sollte, mit vielen Sinnen und also vieles auf diese Art und Weise vielleicht auch kompensieren kann, was man eben auch in der Schule nicht machen kann. Sie haben jetzt gar nicht thematisiert, was eventuell das Problem eines virtuellen Museums sein könnte. Das ist ja nun doch ein ganz anderer Zugang, der ja auch in gewisser Weise problematisch ist. Vielleicht könnten Sie da nochmal Ihre Erfahrungen ein bisschen erläutern. Die Frage, also, die ich noch mitschneiden darf, ist, wie virtuell dürfen ein Museum und museale Erinnerung Ihrer Meinung nach sein? Korrekt? Das ist auf den Punkt gebracht, Ihre Frage ist eine Frage. Sehr schön. Ja, natürlich ist es paradox, von einem virtuellen Museum zu sprechen, weil ein Museum kennzeichnet, dass es originale Exponate hat, also per Definition. Das ist schon richtig. Aber Sie haben ja auch zu Recht gesagt, ein modernes Museum ist ein Ort, in dem wir dazu neigen, freiwillig und eventorientiert zu sein. Also ich denke jetzt nicht an Zwangsgruppen, wie Sie ja zum Teil auch eine sind, und Schulklassen solcher Art, die uns auch bezahllich vorgeführt werden. Ich denke wirklich an Menschen, die Geld bezahlen und freiwillig ins Museum gehen und das machen, weil sie sich davon irgendwas versprechen. Und das ist der Hebel, den der moderne Museumsdidaktik ja nutzt, um diese völlig heterogene Gruppe, jung, alt, weit vorgebildet, nicht so weit vorgebildet, versucht zu empfangen und dazu zu bringen, in irgendeiner Weise sich anzudocken und für sich historisch zu lernen. Das ist die gegenwärtige Aufgabe von historischen Museen. Sie machen das mit Hilfe von Exponaten, die die Sensation darstellen, die die Menschen anlockt. Und sie machen es aber in zunehmendem Maße mit Hilfe von Technologie, die drumherum gebaut wird, Inszenierung, Gesundheitsangeboten, bis hin zu museumspädagogischen Diensten, Schlüsseljagden und so weiter und so fort. Lassen sich sehr viel anfangen. Und wenn Sie dann also jetzt anfangen, ein historisches Museum zu definieren, dann haben Sie zwar immer noch die Originalexponate, aber Sie haben auch bestimmte andere Kennzeichen, die dann wiederum auch im Internet, also im virtuellen Raum abbildbar sind. Begrenzter Raum zum Beispiel. Das macht jedes Museum, es ist immer eng. Und die Zeit, die wir als Museumsbesucher haben, ist immer knapp. Es ist völlig egal, ob Sie das Dorfmuseum von Bödel-Büttel oder das Haus der Geschichte in Bonn oder das Historische Museum in Berlin besuchen. Sie werden im Durchschnitt genau 1,5 Stunden sich dort aufhalten. Also das Haus der Geschichte, wir haben das Studenten sehr oft gemacht. In Bonn, das läuft ja sozusagen etagenmäßig hoch, 4 Etagen. Am Anfang, das ist sozusagen die Notzeit, 45 Folgen, halten sich die Menschen mit größter innerer Ruhe an Exponaten auf und lernen. Ja, in irgendeiner Weise. Und im 4. Stock, da piesen die durch. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, weil zu einem deutschen Museumsbesuch auch gehört, überall gewesen zu sein. All das wissen wir aus der Museumsforschung. Also 1,5 Stunden, knappes Zeitbudget, knapper Raum. Das ist schon bei weiteren Kennzeichen. Erschließung von Exponaten. Und wenn Sie dann also sagen, okay, also bei den Exponaten schummeln wir. Wir nehmen eine zentrale Quelle, ein Objekt, das man übrigens auch 3D begehbar machen kann, in unserem Museum geht das tatsächlich, Sie können drumherum gehen und schöne Objekte, das dann nicht original ist, sondern virtuell dargestellt ist, aber den Rest können wir abbilden. Wir haben bewusst im unendlichen Internet einen endlichen Raum geschaffen, einen ganz bewusst knappen Raum, der aber wiederum selbstreferenziell sein soll. Das heißt, wir versuchen Menschen, die bei uns landen, auch zu halten in diesem virtuellen Museum, durch verschiedene Tricks. Unter anderem dadurch, dass sie bestimmte Fragen auch direkt vor Ort klären können, wieder rausgehen müssen. Und auch dadurch, dass es überhaupt nicht vernetzt ist. Wenn sie erstmal drin sind, gibt es kein Netz, kein Link mehr raus. Und so weiter. Da will ich nicht weiter vertiefen, das hat didaktische Gründe, weil wir hoffen, dass wir Menschen zum historischen Lernen mit handeln können. Also dann wird es zulässig, mit diesem Begriff zu operieren. Aber Sie haben recht, ein Museum, der will sich in erster Linie das originale Exponat, die haben wir nicht. Letzter Satz, Geschichtsdidaktiker neigt aber inzwischen dazu, das, was vor 20 Jahren noch als verpönt galt, nämlich Inszenierung, Einbettung und so weiter, offensiv zu fahren. Und nicht mehr nur noch von der Aura des Exponats, das für sich spricht und durch nichts erklärt werden kann, durch nichts erklärt werden muss, zu leben. Der vor kurzem in Pension gegangene Leiter des Deutschen Historischen Museums in Berlin,
Otto hatte diese Theorie ganz, ganz als klarer Museumsverhandlung sozusagen. Die Aura des Exponates zählt und eigentlich stört schon ein Schild, das ist ein Glas mit Wasser. Also, es soll für sich stehen und es soll für sich wirken und auch keinerlei Einwirkung und Umgebung haben. Das ist sozusagen, das sind die Extreme, die wir haben bei historischen Museen und Debatten. Vielen Dank für diese eine weitere Frage. Ich hätte nur nochmal nachgeschoben, welche Zielgruppen wollen Sie ansprechen und welche Zielgruppen erreichen Sie tatsächlich? Haben Sie da Daten drüber? Bei Senioren könnte ich mir vorstellen, wird es ja schwierig mit so einem Ansatz. Ja. Zum Beispiel. Ja. Internet. Ja, für Schulgruppen wieder sehr praktisch. Ne? Ja. Im Computerraum auszubauen. Also wir können natürlich nur als Zielgruppe alle jene haben, die sich im Internet frei bewegen. Die googeln können, also wird er zufällig bei uns landen und damit verfilmischen Gänze kommen, das ist richtig. Und wir können auch nur jene erreichen, die irgendwie von uns Kenntnis nehmen. Sie haben alle von, da wird jede Wette kriegen, nie von uns gehört, von unserem Projekt. Wenn Sie vielleicht Emil Nolde eingeben oder Hans-Christian Andersen bei Google, dann kann es sein, dass Sie irgendwie schon mal bei uns gewesen sind und auch, dass Sie nicht gelesen haben, aber sozusagen ein System. Man muss. Also wir verfehlen bestimmte Gruppen. Ich kann nicht sagen, welche Gruppen wir erreichen. Ich kann aber sagen, wie sind die Menschen, die uns betreffen, verhalten. Aber das können wir, und das hat eine Doktorandin von mir, die gerade im Verfahren ist, ausgewertet. Sie hat 140.000 Besucher betrachtet. Was machen Menschen, die bei uns landen? Das kann man. Wir können nicht auf den Schreibtisch gucken, aber wir können sehen, wie lange haben sie welche Seite aufgeschlagen und können daraus ausrechnen, kann man gelesen haben, kann man nicht gelesen haben. Und solche Fragen. Und da stellen wir fest, dass das, was wir auch im Museum beobachten, ist nur ein geringer Teil im Rahmen dieses Event-Hopping wirklich zum intensiven Lernen kommt. Aber es kommt auch dazu. So 7.000, 8.000 haben wir im Verdacht, dass sie richtig ernsthaft unter dieser ausgebildeten Gruppe richtig ernsthaft sich mit einem Thema beschäftigt haben. Mhm. Dazu noch ein letzter Kommentar, nur keine Frage. Das ist ja auch ein Problem im Internet oder am Bildschirm. Konzentriert man sich eben nicht in der gleichen Form wie, ja, wenn man sich mit einem gedruckten Text beschäftigt oder eben in einem Museum doch in ein Exponat, lassen wir jetzt mal die Aura weg, vertiefen kann. Ich glaube, ich ehrlich, weil ich mich in dieser Kirche, dass sie wirklich vertiefen werden. Das glaube ich Ihnen. Aber wenn wir sozusagen die Besucherforschung aus Museen nehmen, durchschnittliche Weildauer, also entweder nicht messbar, weil man dran vorbei rennt, oder eben Window-Shopping, also 3 Sekunden. Da wird auch in der Regel bei einem Museumsbesuch nicht viel gelernt. Aber an bestimmten Dingen bleibt man gemacht. In unserer, ich sag mal andersrum, in unserer Lernkultur ist es inzwischen, gehört es fest, zu unserem festen Lernverhalten auch, dass wir ganz kurzatmig und ganz konzentriert mal Informationen aufnehmen. Also Hypertext-Struktur, die wir im Internet auch haben. Nun kann man sagen, das wird immer doof. Man macht weiterhin wertvolle, dicke Bücher. Machen wir ja alle auch. Auch hier. Aber wenn wir feststellen, dass es viele, viele Menschen gibt, die das Internet als Informationsbörse nutzen, und dass es leider auch sehr viele Menschen gibt, die glauben, dass Geschichte eine Informationswissenschaft wäre, was sie nicht ist, aber die Menschen glauben das. Und aus dieser Kombination recherchieren viele Menschen im Internet historische Dinge. Da kann man sagen, als Historiker, wir halten uns da ganz raus und überlassen die Angebote, die da produziert werden, irgendwelchen Hobbybastlern, die dann ihr Bild von Geschichte transportieren, oder wir mischen uns ein. Und das DHM und Haus Geschichte haben sich ja eingemischt, schon sehr frühzeitig mit dem Projekt Lemo. Wir mit Lemo, Vivo und andere, das ist der Versuch, das ist auch eine Wirklichkeit zu akzeptieren, die man nicht unbedingt gut finden muss. Aber wo man versuchen kann, auch anzudocken und zu hoffen, dass es auch da möglich ist, jedenfalls punktuell historisch zu lernen. Bitte schön. Hat es in den Jahren 1998 folgende, als in Schleswig-Holstein die öffentlichen Diskussionen über dieses Projekt stattfanden, von dänischer Seite Fachkollegen oder politischer Seite irgendwelche Reaktionen oder eine Begleitung gegeben? Bis zu dem Zeitpunkt, als das Haus der Geschichte gestorben war, nur bezogen auf einen Punkt. Die dänische Minderheit beharrte darauf, dass ein
fester Bestandteil eines solchen Hauses der Geschichte natürlich die Grenzraumgeschichte sein müssen. Aber es ist das, auch da die Konzentration auf das eigene Thema. Das hat es gegeben, ganz massiv. Ansonsten Freiheit. Also das ist sozusagen nationalpolitisches Thema, wo das erst durch die Erwartung eingetreten. Bitte schön. Also immer mehr Museen werden halt eigenverantwortlich, das heißt, sie kommen sich von dem Staat oder von der Stadt ab. Und ich habe das Gefühl, dass sie auf ihre Medialität, auf ihre medialen Auftritte sehr angewiesen sind. Und ja, ist das nicht ein Teufelskreis? Ist die Frage, denn also ich habe bei Romain Pelletier, also Römer, also für den habe ich das Gefühl, dass sind immer das bestimmte Anzahl von Beständen. Ein Teil ist präsent, ein Teil ist im Keller oder im Magazin und dann kommt die nächste Ausstellung oder ein Teil der Ausstellung und da werden die Sachen wieder herausgeholt und sozusagen in ein neues Licht gestellt. So. Und dann kommt Plakate, Flyer und so weiter. Also für mich ist das ein Teufelskreis. Ist das für Sie auch diese Eigenverantwortlichkeit der Museum, der Museen auch dazu, dass Sie halt auf Ihre Medialität so angewiesen sind? Also ein gewisser Eigenlauf ist natürlich. Also dass ein Museum so einen großen Fundus hat und dann im festen Rhythmus alle 8 Jahre das ist dann seine Basisdarstellung überarbeitet und eine Sonderausstellung macht, das ist ganz natürlich. Und wir wollen nicht vergessen, dass auch jede andere Form von historischer Vermittlung zyklisch verläuft. Jede Generation muss Geschichte neu erwerben und ihren Begriff von Geschichte. Wie weit Museen daran leiden, dass sie von mediale Präsenz abhängig sind, vermag ich nicht zu sagen. Ich bin kein Museumsmann. Ich habe mich wirklich von der anderen Seite genähert, von der wirklich touristisch fachdidaktischen Seite. Ich will Geschichte vermitteln und für mich ist Museum ein Medium, das in Frage kommt. Internet ist ein anderes. Ich kenne auch noch weitere Medien, Massenmedien zum Beispiel, die ich immer wieder auch benutze. Also das wirkliche Leiden von Museumsleuten kenne ich nicht. Ich würde gerne eine Frage stellen in Anknüpfung an die von Herrn Mies schon aufgeworfene Frage. Seit wann sind eigentlich virtuelle Geschichtspräsentationen, Geschichtspublikationen greifbar? Und wann, würden Sie sagen, beginnt das auch fast Oberhand zu erlangen? Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber vor einigen Wochenenden war ein Artikel zu lesen in einer Wochenzeitung in der Deutschsprache, ich habe da jetzt nicht präsent, wo davon die Rede war, dass in Großbritannien Museen schon dazu übergehen, sich komplett ins Netz zu verankern, weil sie davon ausgehen, ein jugendlicher Besucher des Museums in London investiert maximal 4 Minuten und 19 Sekunden in ein Museum. Das ist nicht mehr von 1,5 Stunden, die Rede war schon gigantomanisch wirkt. Also es war der Titel war 4,19 Sekunden pro Museum. Nach dem Motto, ich gehe nach London, schaue mehrere Museen an, es geht zack, zack, und geht shoppen und so weiter. Ich meine, das ist ja ein irrer Vorgang im Grunde, das wurde auch kritisiert, dass diese Tendenz, der Trend schon in die Richtung geht, Flucht ins Internet, weil die Exponate oder das, der Museumsbesuch gar nicht mehr das eigentliche Ereignis ist. Also zwei Fragen, seit wann und wie ist dieser Trend noch in weiterer Entwicklung sich abzeichnet? Gibt es da solche Revolutionen, die man auch im deutschsprachigen Raum finden müsste? Also ich denke schon, dass wir diesen Prozess befürchten müssen, dass wir uns auf den einstellen müssen. Das ist mir der Biss, also öffentlich zugänglich und also als relevantes Medium seit ziemlich genau 20 Jahren. Und es ist ein sehr kurzlebiges Medium. Also die Seite Lemo, die ja sehr, sehr hausbacken daherkommt, wenn wir sie heute aufschlagen als Nachschlagewerk, ist entwickelt worden in der zweiten Hälfte der 90er Jahre sind. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, das damals ja logisch voranmarschierte, ist 10 Jahre später völlig veraltet. Man kann den Kollegen nur sagen, das geht endlich abzuschalten, was Neues zu machen. Parallelwelt des virtuellen Lebens im Internet scheint immer mehr Platz für uns anzugreifen. Auch wir beide sind nackt, wenn unser Laptop weg ist, kaputt ist. Nicht nur beruflich jedenfalls. Bei mir geht es so, also. Das. Bitte? Das bringt auch den Adrenalinspiegel dann notwendig. Das Internet. Ja, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja. Das macht ja natürlich
Aber eine Prognose, wer soll eine Prognose abgeben? Also das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, der Computer auch nicht mehr. Manchmal, wenn er kaputt ist, erleben wir, dass das Leben auch anders sein kann, aber wir erleben auch erste Befreiungsversuche davon. Also zu den Restaurants, in denen man keine Handys mehr reinnehmen darf, und. Restaurants, in denen man kein Handy mehr, Laptop mehr auf den Tisch aufklappen darf und so weiter. Die Verbotsschilder. Mit den Eisenbahnzügen darf man schon länger nicht mehr rauchen und sich darüber nicht mehr in jedem Abteil Telefon und Laptop aufschlagen. Also muss man abwarten. Ich bin kein Mensch, der in die Zukunft gucken kann. Ich weiß nur eins. Wenn ich als Historiker und Geschichtsvermittler, das ist mein Job, Geschichte in die Breite zu tragen, wenn ich da in die Wirklichkeit komme und mir nicht vormache, dass schulische Unterricht getragen und durchgeführt von Zwangsgruppen sozusagen der Mittelpunkt des Lebens sei, sondern einfach mir eingestehe, dass schulische Unterricht eine Ausnahmesituation darstellt und Geschichte lernen in vielen, vielen anderen Gesellschaftsbereichen, angefangen unserer Familie, über Museen und auch im Internet stattfindet, dann muss ich mich einfach dieser Medienabhängigkeit stellen und versuchen zu stellen und mich irgendwie da einzupassen. Herr Schwer, bitte. Ja, Sie hatten im Vortrag darauf hingewiesen, dass die zentrale Fragestellung, die hinter diesem Projekt stand, letztendlich sich gewandelt hat, dann auch später in der Zusammenarbeit mit der dänischen Seite. Meine Frage dazu, die Ergebnisse letztendlich in diesem Entscheidungsprozess oder in diesem Entwicklungsprozess, wie soll letztendlich diese Seite aussehen? Sind die auch aus dem Gesichtspunkt der Didaktik dann weiterführend in Schulen eingetragen oder konnten Schulen letztendlich aus der Diskussion, in ihren persönlichen Erlebnissen daraus partizipieren? Also nicht nur aus der Seite, sondern auch vielleicht aus dem persönlichen Erleben dieser Diskussion mit den dänischen Kollegen. Also, wir haben bisher es jedenfalls nicht öffentlich reflektiert. Wir haben das publiziert, zum Beispiel, was ich hier vorgetragen habe, wir haben es also nicht in der Lehrerbildung oder so bisher benutzt. Was wir ich weiß auch nicht, ob es Schüler auch wirklich interessiert, dass dänische Schüler einen anderen Begriff von Geschichte und anderen Geschichtskulturen haben. Was ich aber weiß, ist, dass natürlich in der Grenzregion, jetzt jenseits von unserem Projekt, deutsche dänische Schulen sich treffen zu gemeinsamen Themen, dass es diesen Streit gibt um Geschichtsbilder, um bestimmte Erfahrungen und so weiter. Das gibt es und das ist sozusagen auch kulturell voranbringend. Und dadurch lernt man sich gegenseitig kennen, so wie wir die dänischen Kollegen kennengelernt haben im Laufe dieses Projekts. Da wird man ja viel klüger als vorher. Also das findet statt, aber vermittelt über unsere Erfahrung, nein. Und bei unseren Erfahrungen sage ich, im nächsten Projekt würde ich manches anders machen. Ich würde zum Beispiel wissen, dass einhellige Beschlüsse nicht unbedingt bedeuten, dass sie umgesetzt werden. Und dann denke ich jetzt nicht an das Landesbund, sondern denke ich an die Kollegen im Kreis dieses Projektes und solche Dinge. Also da sind dann auch kulturelle Unterschiede zu spüren. Ich glaube nicht, dass man das so unmittelbar kurz macht. Sie haben auch mehrfach erwähnt, Geschichtserarbeitung, Darstellung, Deutung, Verhandlungsprozess sein kann. Da klang zur Kritik auch an. Habe ich das richtig verstanden? Ist das was zu vermeiden ist oder ist es nicht auch notwendig? Das ist die Frage, die sich stellt. Es ist notwendig. Also, wenn Geschichte durch Fragen, die ich stelle, an die Vergangenheit und an die Fälle, in meinem Kopf entsteht, also Konstruktion ist und aktuell heute in der Gegenwart ein entstehendes, generiertes Bild ist, dann kann es nicht so etwas geben wie objektive Wahrheit in der Geschichte. Sondern dann wird es immer so sein, dass individuell verschieden, generationell verschieden und auch in größeren Phasen gerechnet, die Menschen verschiedene Fragen an die Vergangenheit richten und manchmal auch die gleichen Fragen verschieden anhand der Auswertung der Quellen und ihrer sonstigen Interessen und ihrer sonstigen Wissens beantworten. Es kann also nichts Objektives am Ende dabei herauskommen. Es kann nicht herauskommen, wie Ranke noch im 19. Jahrhundert glaubte, was wirklich gewesen sei. Und es ist auch nicht mehr unsere Aufgabe als Historiker sozusagen, anders als die normalen Menschen zu spüren, was der Verlauf der Geschichte ist, sozusagen der Eingebung. Und das
sondern aufs Papier zu bringen, sondern wir müssen begründete Bilder liefern. Argumentativ begründete Bilder und mit quellenkritisch gesättigte Bilder liefern. Und über die kann man immer streiten. Und bei den Hausbildern, das wissen wir, heißt das auch Verhandlung. Also man kann sozusagen, wenn man die Perspektive leicht verschiebt, wird man auch zu anderen Antworten kommen. Kontroversität und gut, man kann sozusagen über ein Ergebnis verhandeln, man kann aber auch die Verhandlung so sehen, dass man sagt, wir stellen mal zwei oder drei Positionen zu einem Thema. Kann man auch mit Zeitzeugen verhandeln? Nein. Zeitzeugen sind in den natürlichen Gegner der Historiker. Zeitzeugen herrschen das Problem, dass sie in Anführungsstrichen dabei gewesen sind und trotz ihrer fraglos arg begrenzten Perspektive meinen zu wissen, wie es war. Zeitzeugen sind die Schwierigste für die Verarbeitung, auch in der Bearbeitung. Das war ja auch ein Fangfang von Ihnen. Auch in der Bearbeitung, die ganze Historiker, die aufwendigste Quelle. Soweit Zeitzeugen von sich reden, werden sie moderierte Mitteilungen machen. Es wird auch mehrfach sozusagen die eigene Erinnerung belagert sein von Angelesenen, von Erörterten und so weiter über Jahrzehnte. Sind also wirklich zuverlässig nur da, wo es um Alltagsfragen und Generalisierungsaspekte geht, die allerdings für uns manchmal sehr wertvoll sind im Leben. Also das will ich jetzt nicht schlecht reden. Plus eine Diskussion mit Zeitzeugen ist ein klassisches Problem. Sie halten jetzt nicht, wie ich heute, einen Geschichtsbücher, sondern einen richtig historischen Vortrag. Geben sich richtig Mühe und am Ende müssen Sie sagen, Herr Danke, das war falsch, ich war dabei, es ist so und so passiert, wir lassen so weiter. Dann können Sie jede Diskussion mit dem Publikum vergessen. Das aber diese Dinge sehr harsch, das Urteil über Zeitzeugen. Gibt es nicht auch Zeitzeugen, die ihre Rolle reflektieren, die sich auch teilweise eine Distanz sehen, beziehungsweise auch aufgrund ihrer verschiedenen Erfahrungen sogar im Rückblick versuchen, einzuordnen, kontextualisieren, auch strukturelle Zusammenhänge reflektieren, auch manchmal vor allem Bescheidenheit ihre Rolle sogar herunterspielen. Das ist weniger wichtig machen. Nicht? Also auch gibt es Zeitzeugen, die eine Vogelperspektive haben. Gibt es auch. Nicht nur die Forscherperspektive in Zeitzeugen, sondern die wirklich was erlebt haben, die wirklich dabei waren. Nicht? Also, ja. Ich bin nicht so sicher, wie das Urteil so hält in dieser Schärfe. Feinde der Historiker, die alles mit den erhobenen Zeigefinger besser wissen, solche gibt es zuhauf, keine Frage, aber gibt es auch nicht andere Typen von Zeitzeugen, die einfach mal zwingen nachzudenken, zu systematisieren oder das Eigenurteil hinterfragenswert erscheinen lassen? Also wenn Sie mit Intellektuellen streiten, aber sind das die klassischen Zeitzeugen, die sozusagen ihre Erinnerung mehrfach selber hinterfragt und positioniert haben? Haben wir es dann noch mit einem ungefilterten Zeitzeugen oder eher mit einem Expertengespräch zu tun? Und es ist natürlich eine Frage dessen, worum es geht. Wenn es wirklich um die Erklärung von punktuellen Ereignissen geht, an denen wir anders nicht rankommen, Stimmungslagen und so weiter, dann brauchen Sie natürlich weiter Ihren Kissinger und Ihren Leben und so weiter. Genau. Alles richtig, aber wir schlagen für den Moment. Die Baden legt ab sofort immer eine Falle in seine Sätze. Das wollen wir nicht vergessen. Also, Egon Bahr ist für jede Aussage gut. Also das ist ja gerade das Problem im Umgang mit Zeitzeugen. Also bei jeder Quelle das Problem nicht. Also ich spreche aus bitterer Erfahrung. Bei mir ist der Doktorandin verzweifelt und hat dann auch aufgegeben. Eine Biografie von Joachim Steffen, unserem sozialdemokratischen langjährigen, legendären Oppositionsführer der 60er Jahre schreiben wollte. Und ihm zur Gefälligkeit hat Egon Bahr irgendwann in den 80er Jahren war in der demokratischen Geschichte ein Aufsatz geschrieben über die Begründung der neuen Ostpolitik. Und hat da geschrieben, ja, die schlesische SPD, die hat sozusagen durch Jochen Steffen, da ist es überhaupt erst auf den Weg gebracht worden. Ich weiß nicht, was ihn getrieben hat, diesen Gefälligkeitsaufsatz zu treiben. Jedenfalls, meine Doktorandin hat er den Wahnsinn gemacht. Wer das hätte nicht für wahre Münze genommen. Egon Bahr hat nachgewiesen, dass Steffen und so weiter. Und dann habe ich sie auf den Weg gebracht und gesagt, was hat denn Steffen wirklich gemacht? Was hat am Ende kam raus, alles nichts. Es war ein höflicher Absatz von Egon Bahr und mehr war es nicht. Das ist so ein Beispiel, wie aufwendig es sein kann, Zeitzeugenaussagen dann wirklich einzuordnen. Die Bühne, der Vorhang ging auf und die Bühne war leer. Ja. Meine Damen und Herren,
Eine Frage wird noch unternehmen. Und zwar die Frage, die Sie angesprochen haben, quasi ein Bundeskanzler, der auch Historiker ist, nicht mehr viele Landesbürger und Landtagskollegen in Schleswig-Holstein, ein Bundeskanzler, der Historiker ist und der Museen für die deutsche Geschichte auch befördert und ein Geschichtsbild haben will, ein spezielles, konkurrieren wahrscheinlich auch oder herausfordern DDR-Geschichtskultur, Geschichtspolitik, sich der Geschichte zu bemächtigen, Honecker, Lutherjahr etc. Wir haben davor auch gesprochen. Wie ist eigentlich dieser deutsch-dänische Historiker, Annäherungs-, Verhandlungs-, Verständigungsprozess im Lichte der deutschen Frage zu sehen? Auch im Blick auf die deutsche Einigung, die sich vollzogen hat und die dann nachgewirkt hat, nach 1990, hat das einen Einfluss gehabt? Spürbare, erkennbare Einflüsse auf das Verhältnis deutscher, dänischer Kollegen, Historiker, Historikerinnen, im Zusammenhang mit diesem Projekt Zentrumsmesser, das sind ja zwei Projekte gewesen, eines real, das andere virtuell, hat das eingewirkt. Angst vor Majorisierung von der deutschen Seite, dass man sagt, das ist ein größeres Deutschland geworden. Spielt das eine Rolle, dass das? Also jedenfalls nicht offen ausgesprochen. Anders als, so, als zum Beispiel im Zusammenhang mit polnischen Kollegen. Ist ja ganz offen und wie ich finde, aus ihrer Geschichte in deutsche Wurzeln zu Recht als damals Organ sprechen. Allerdings, als die Grenzzäune fielen, da hatten wir eine wirklich regionalhistorische gemeinsame Konferenz mit dänischen Kollegen, da merkte man, ich habe mit angedeutet, nach dem dritten Platz waren schon bei ein, zwei Kollegen, dass für sie so etwas wie die Welt unterliegt. Dass also die Grenzbäume waren so eine Art Absicherung, nicht zuletzt und an erster Stelle vor Deutschland. Das muss man einfach sehen. Das ist nach wie vor bei jungen Kollegen, aber die Kollegen in meinem Alter, die eigentlich mit den eigentlichen Konflikten zu tun hatten, immer noch virulent. Ansonsten spielen sich die Diskurse natürlich auch auf anderer Ebene statt. Wie soll man 1848 die schlesische Erhebung gegen die dänische Krone interpretieren als nationale Erhebung oder als liberal? Solche Dinge, und da hat man, haben wir es manchmal zu verstehen. Also diese, aber ein direktes Ausdrücken von Hegemonie Angst, das gibt es nicht. Und trotzdem ist es für mich persönlich kein Zufall, dass Dänemark das erste Land ist, das jetzt im Angesicht oder mit dem Fetisch der Flüchtlingsfrage wahrscheinlich aus anderen Gründen als erste wieder Schengen versuchen zu kündigen. Dazu die letzte Frage aktuell. Bietet diese Aufkündigung von Schengen seitens der dänischen Regierung jetzt im Grenzraum wahrgenommen? Und wie schätzen Sie das ein? Was sind die Hintergründe? Bleibt das? Ist das eine Sache, die Sie auf Dauer sich so darstellen oder bleibt es nur auf Zeit? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also es ist ja in Wahrheit der Kaufpreis für ein Rentengesetz gewesen, dass die Koalitionsregierung bekommen hat. Zu verabschieden hatte. Das war sozusagen der Kaufpreis an diese eine Partei. Der dänische Generalkonsul, in Flensburg haben wir gar nicht, dänische Generalkonsul, das ist sozusagen so knapp unterhalb der Botschaft der Gegner, ein echter Berufsdiplomat, natürlich auch ein Historiker, da keine Frage. Der hat mir gesagt, die Exekutive arbeitet mit viel Kraft daran, diesen politischen und stark symbolträchtigen Beschluss technologisch zu entschärfen, indem durch hochmoderne Elektronik eben nicht das Anhalten und Passwortzeigen nötig wird, sondern ein verlangsamtes Fahren und eben sozusagen nicht der Schlagbaum jeweils hoch und runter geht. Ob das gelingt, weiß ich nicht, es zeigt aber, dass er das sehr schwer ist zu verkaufen und es gibt viele bewusste, dass auch der dänische Mittelschutzvorstand das für einen deutlichen Rückschritt halten und die daran leiden, an diesem Regierungsbeschluss. Ja, meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Fragen mehr, darf die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Ausführung, für Ihr spannendes, interessantes, regionalgeschichtliches Projekt mit den Implikationen, den Befunden, die Sie genannt haben, die für manche andere Projekte, denke ich, auch übertragbar sind und einen gewissen Generalisierungsanspruch durchaus auch, glaube ich, standhalten im Vergleich mit anderen Projekten, die man mal auch vergleichen, vielleicht in den Blick nehmen kann. Herzlichen Dank für den Vortrag, herzlichen Dank auch für die Bereitschaft zu diskutieren.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Banker.